So, jetzt geht's los. Ja. Hallihallo bei Trashkurs. Martin telefoniert noch ganz kurz und Lena und ich sind schon bereit, denn wir reagieren heute auf die Interviews von Sunny. Mit wem hat er alles ein Interview geführt? Adam und Lorraine, Adrian und Justina und Charlie. Spannend, auf alle Fälle. Ich hoffe, das schafft jetzt endlich mal den Abschluss, den wir alle brauchen zum Thema Temptation Island, so. Weil es kommt ja immer mehr dazu. Am Ende probieren wir noch alles mal für euch zusammenzufassen, was parallel zu den Interviews passiert ist. Wir geben unser Bestes. Und ich bin ganz gespannt, ob mein Weltbild von allen zusammenbricht. Komplett zusammenbricht oder ob ich sage, ja, ist auch notwendig, dass man vielleicht mal ein paar Sachen ausspricht, die im Raum stehen. Ja, also wir werden versuchen, das am Ende auch nochmal für uns einzuordnen. Ja. Also und da eine persönliche Meinung, weil na klar, eine Meinung, die können wir immer abgeben. Und es war so schwer, nichts davon zu sehen. TikTok voll, Insta, habt ihr das gesehen? Dieses Video hier, bla bla, schon geschickt und ich dachte, ich darf nicht raufklicken. Wir müssen sie jetzt uns zu Gemüte führen, aber was wir auf jeden Fall wissen, dass es richtig wild wird und ich habe schon fast ein bisschen Schiss. Die Reihenfolge der Videos ist anscheinend so entstanden, dass Sanja zuerst mit Adam und Lorraine gesprochen hat und im Nachhinein mit Charlene, die also schon mal auf ein paar Aussagen von den beiden reagieren konnte. Erst Adam und Lorraine, danach Adrian und Justina und dann Charlene. Denn wir kriegen das ja so serviert, dass inhaltlich ein bisschen Wasser zusammenpasst, also wundert euch nicht. Und wenn ihr die kompletten Interviews sehen wollt, na klar, dann klickt ihr die alle an, die sind in unserer Videobeschreibung verlinkt. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Lasst mal jetzt reinstarten. Einfach so natürlich besprochen, wie wir das handhaben, was wir da so machen alles. Und dann meinte sie so auf jeden Fall, weil sie wollte diesen Fame haben. Sie wollte Fame. Das war ja, deswegen wollte sie da eingenommen werden. Sie wollte ihren normalen Job nicht mehr ausüben, Nein, die wollte nie wieder arbeiten gehen, Influencer werden. Nie wieder. So wie man es kennt halt, ne? Mhm. Bilderbuch-Influencer. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ich soll die ganzen Bilder liefern, weil, sie kennt ja wohl den Calvin von früher noch und. Live. Oder aus dem Fernsehen. Sie kennt ihn wohl, privat kannte sie ihn, ne? Hat sie mir gesagt. Und, sie meinte, ich soll auch auffallen und so Bilder liefern wie er, noch schlimmer und zur Not sogar mit einer rummachen. Hauptsache, die Bilder werden gut und die werden gezeigt und ich, das wollen die Leute ja auch sehen im Endeffekt. Und dann hat sie dir auch so einen Fingerschwur der Oma im Auto gegeben, ne? Kurz vorm Aussteigen. Kurz vorm Aussteigen habe ich schon gesagt, wie sieht es jetzt aus? Es geht jetzt wirklich los, ne? Also vorher kann man ja viel sagen, wie sieht es aus? Mhm. Bist du immer noch der Meinung? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Die war halt mega glücklich, dass es jetzt anfängt. Ja, klar, auf jeden Fall, safe und so, ne? Wie gesagt, zur Not macht mit einer Oma und so. Und dann meine ich so, ja, wir hatten so einen Schwur, darauf hat sie immer geschworen, wenn sie etwas ernst meinen. Mhm. Und dann hat sie darauf geschworen, dass ich das morgen wirklich machen soll. Und das war für mich dann so, okay, dann meint ihr das wirklich ernst. Und dann hast du ja auch direkt nach 10 Minuten nach dem Einzug deine Beine Kopf zwischen die Beine von der anderen. Das ist viel los. Eigentlich dreht sich ja alles nur um einen Fakt, nämlich, dass Charlene sich das gewünscht hat. Ich weiß es nicht. Was sagen wir denn dazu, dass hier irgendwie ständig neue Infos kommen? Weil erst hieß es, wir haben es irgendwie einfach gemacht, hatten keine Grenzen. Die Abmachung war keine Grenzen, außer das klassische, typische Fremdgehen nicht bumsen. Dann hieß es irgendwie zwischendurch wieder, ja, ich dachte, er hat eigentlich gesunden Menschenverstand, dass es schon Grenzen gibt, die wir nur nicht besprochen haben. Jetzt hieß es, Alter, liefer die Bilder, weil ich will Fame und nie wieder arbeiten. Glaubt ihr das? Ich muss sagen, also mit der Kurve, die wir vorher hatten, dass wir immer gesagt haben, der checkt's nicht. Mhm. Also, dass wir ihm unterstellen, er kann nur so in seinem Rahmen denken und sich so verhalten. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er sich sowas aus dem Finger zieht. Für mich kommt das nämlich voll wie immer krass schlecht machen. Naja, sie wollte nicht mehr arbeiten, sie wollte Bilderbuch-Influencerin werden, und dann denke ich so, Charlene war halt die ersten paar Tage, also sie hat auf mich nicht so gewirkt wie, also guck dir mal Tatum und Lorraine an in den ersten Tagen, was die für Party gemacht haben, die wollten zeigen, ey, wir haben auch Fun. Und Sarah und Charlene wirkten auf mich nie so wie, wir sind jetzt hier reingegangen, verstehe ich. Also jeder will Fame, sonst nimmst du nicht an so einer Show teil. Das und ist aber grundsätzlich schon mal klar. Aber sobald sie die ersten Bilder von Adrian gesehen hat, hat sich so auch für mich so angefühlt, als wäre egal, was er liefert, sie muss immer noch einen draufsetzen. Echt? Also das hatte ich am Anfang gar nicht, draufsetzen. Nee, oder sie, es war... Na, wir hatten diese Diskussion mit, was ist, wenn er jetzt nochmal die Kurve kriegt und dann aber mehr über die Stränge schlägt. So meine ich. Mhm. Und so ein bisschen hatte ich zwischenzeitlich auch das Gefühl, dass es keine Rolle mehr spielt, was Adrian macht. Sie fährt jetzt den Film dadurch und weil sie weiß, er hat angefangen, bleibt sie immer als Bessere stehen. Okay. Mhm. Das, ich meine? Und das ergibt schon in meinem Kopf Sinn. Und mit Mika
weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen auch erst noch weiter gucken, weil es war ja wirklich erstmal die erste Aussage. Komm. Also, okay, dann geht es jetzt um Charlene. Charlene ist ja auch eure Freundin, ne? Nicht? Ich bin also, ja mit Adel. Die meisten haben ja schon auf Instagram schon gesehen, dass wir uns entfolgt haben. Also mit denen sind wir auf jeden Fall nicht mehr befreundet. Will ich auch nicht. Ich bin froh, dass ich mit Adrian und Luz befreundet bin. Ja. Aber Adrian hat Charlene einfach scheiße behandelt. Ja, aber man muss doch dazu sagen, Adrian ist halt ein Mensch, wenn du ihm was sagst. Also würde ich Adrian sagen, er springt vom Hochhaus, der würde das machen. Der ist so, wenn seine Freundin ihm was sagt, der macht das wirklich. Ne? Er kommt jetzt nicht so rüber, aber Charlene hat halt zu ihm gesagt, bitte mach das, du darfst sogar jemanden küssen. Hauptsache, wir kriegen halt die meisten Klicks, die meisten Follower und wir sind im Thema. Und ich glaube, dass Luis Adrian auch zu 1000%, dass sie das gesagt hat, weil das ist irgendwie für mich so richtig. Ich habe sie ja außerhalb auch kennengelernt und also definitiv stimmt das. Im Endeffekt hat sie ja selber gesagt bei der Videosendung. Ja, im Endeffekt ist es so. Aber sie hat gesagt sogar, Alter, Adam darf gar nichts sagen. Was mich total sprachlos macht. Cool, also Adam darf nichts sagen. Oh, also ich habe jetzt schon, obwohl es die erste Szene ist, die wir aus deren Interview sehen, ein bisschen eine stressige Situation in mir, weil ich denke, mach mal Stopp kurz, ja. Und irgendwie so mit diesem Vorgeplänkel, ja, ich bin so froh, dass wir jetzt mit Adrian befreundet sind, das gibt mir jetzt nicht mehr Beweis für diese Aussage. Nee, weil die halt so gefühlt ein Team jetzt sind. Genau. Also wenn die beiden jetzt sagen würden, wir haben mit beiden nicht mehr so viel genau, zu tun, aber haben die ähnliche Auffassung von Janine gehabt, dann ist das was völlig anderes. Aber nee, so wie, oh mein Gott, Adrian, bester Bray. Oder was, Luis? Oder wer ist das jetzt? Ach, eigentlich beide. Ja. Ach Mann. Schwierig. Also ich kann jetzt hier gerade noch nichts für mich festmachen. Ja, ich habe aber, also bei Adrian und bei Lorraine hatte ich zwischenzeitlich nie das Gefühl, während der Staffel, dass sie da waren, um gegen jemanden zu schießen, um jemanden schlecht zu reden, sondern die waren Aufmerksamkeit auf sich und... Adam und Lorraine? Nee, Adrian und Lorraine. Okay. So, also wenn die sich jetzt verbündet haben, wäre es für mich ein ganz anderes Bild, was sich dadurch entwickelt. Wenn sie sich jetzt so übertrieben gegen Charlene stellen, das hätte ich mir nie ausgemalt, dass die so sind vom Wesen her. Ja, das hätte ich auch nicht. Also das ist so gerade wirklich so also ein Bündnis und wir schießen. Haben beide unnormal Scheiße gebaut. Also was Adrian gemacht hat, geht gar nicht. Und was Charlene gemacht hat, sie hat ja Michael geküsst oder die haben sich geküsst. Auf Cam, ne? Auf Cam. Und das heißt, das geht auch gar nicht. Chris. Ja, das was wir noch nicht wissen. Dann müssen wir Chris selber mal fragen. Ja. Oder Adrian. Wer ist Chris? Chris, ein Verführer von uns. Mit dem war sie auf einem Date, das wurde aber nicht gezeigt und mit dem hatte sie unter der Kamera auch was. Mit dem hatte sie was? Wo? Off-Cam. Nach einem Date dann? Also, erstmal finde ich es schon sehr schade, dass hier keiner in diesem Raum gerade weiß, wer genau Chris ist. Ich doch. Wie sieht er denn aus? Chris hat uns markiert. Ja, das weiß ich, aber wie sieht er aus? Der ist sehr kräftig. Also eine krasse Statur, sag ich mal. Stell dir die Frise in heller von Adam vor, mit dem Bart, aber alles so in männlicher zwischen... Okay, kann mir vor, ich glaube, dann weiß ich wer. Tore und... So ein bisschen reicht mir schon. Teddybär-Gesicht trotzdem. Ja. So würde ich würde denken, das war Chris. Der ist dann später weg gewesen. Wollen wir hier gleich mit einstreuen, dass ja Verführer Lukas so eine Story schon gemacht hatte, wo er sagt, bei den Interviews wird eine Scheiße gedroppt von Personen, er hat es nicht genauer gesagt. Und das hat aber dieser Chris, der wurde ja auch verlinkt in der Story und der hat es auch gerepostet. Also könnte es jetzt auch sein wie, stimmt es überhaupt? Na, oder was ganz anderes? Oder ist es dann auf Charlene bezogen? Naja, also auf wie... Auf Charlenes Aussagen? Das müssen wir mal sehen, was Charlene noch dazu sagt. Also aber Chris ist ja wirklich bis zu diesem Ausschnitt an Interview gar nicht aufgetaucht. Nee, war ganz irrelevant. Und warum fehlt es uns an den Dates? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Hier wurde Michael geküsst. Okay, war vielleicht in einem Totenwinkel mal wieder. Warum gibt's immer noch Totenwinkel in 2023? Und jetzt noch Chris bei einem Date irgendwie geküsst und wir haben davon nichts erfahren. Das ist doch wichtig für uns und für den Werdegang von Temptation. Ja, und das ist doch auch Sinn von Temptation Island. Genau. Also ich habe es irgendwo gelesen. Wie wäre es denn, wenn die Produktion sich einfach das nächste Mal denkt, ihr denkt, wir haben hier nirgendwo mehr Kameras, auch in keinem Auto, aber wir haben welche. Und jedes Mal, wenn es dann zu solchen Situationen kommt, wie am Lagerfeuer, dann wird gezeigt, sagt Lola, sorry, wir holen kurz das Videomaterial. Secret Cam. Also wir hatten es ja erst bei Paulina und Dominik, dass da auch auf Cam gebumst wurde. Was soll das denn ich immer? Ich denke, da wird es in jeder Staffel Inhalte geben, die rausgekürzt werden, weil die vielleicht auch beim Lagerfeuer denn den Rahmen sprengen und es passt, die Kurve zu ziehen, ohne diese Inhalte. Ja, aber das ist doch wichtig. Ich wollte gerade sagen, das ist ja das Größte. Es geht ja dabei um Treue. Aber also einen Kuss zeigen wir, aber dass die noch gebumst haben, zeigen wir nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Dann lass den Kuss weg und zeig das Bumsen. Und an welcher Stelle war vielleicht auch der Kuss? War die Kurve denn vielleicht
spannender, wenn Adrian bis Folge 8 der Schlimmere ist und aber Charlene hat schon in Folge 2 geknutscht. Und die Produktion denkt sich auch immer ein bisschen was zu den Rollen, wie sie sie verteilen wollen. Ja, also ja, das will ich denen damit nicht unterstellen, aber es, muss ja im Schnitt auch ein roter Faden drin sein. Natürlich. Aber das, was ankommt. Aber es ist ärgerlich. Ja. Aber warte mal, dann könnte man ja eigentlich ja schon fast sagen, ich stelle jetzt mal eine These auf, okay? Charlene gibt Adrian das Go, er kann sogar mit einer rummachen. Ja, hat er. Ja, dann wiederum nutzt sie das, was sie ihm erlaubt hat, aber als Grund, um sich selber daneben zu benehmen. Ja, genau, das ist es. Und dann mit ihm Schluss zu machen. Das bedeutet, sie macht genau das Gleiche wie Nico. Sie hat ihn verarscht. Ja, ja, es ging um Fame. Und das wird die Adrian auch noch erzählen. Es geht einfach bei ihr nur um Fame. Und das hat sie halt zu ihm auch gesagt. Und das glaube ich auch wirklich zu 1000%. Weil Adrian ist halt so ein Mensch, sag ich mal. Justina und er. Justina und er sind wirklich sehr, sehr süß zusammen. Und One Love Adrian, ich liebe dich. Wenn Justina sagen würde, ey, mach das. Einfach in die Kamera rein. Das liebe ich leider auch. Er ist so ein kleiner naiver Dümmchen, aber er ist total lieb. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, ich kann von Lorraine das irgendwie alles nicht so richtig einordnen, weil sie wirkt wirklich so wie, ich bin pissig auf Charlene, was immer da vorgefallen ist, werden wir wahrscheinlich vielleicht noch hören. Und ich benutze jetzt irgendwie alles, um da vielleicht den Namen ein bisschen schlecht zu machen. Es ist schwierig, wir wissen es nicht. Stimmt es oder stimmt es nicht? Ich muss noch weiter gucken. Los. Also du würdest sagen, stimmt, das ist so eine These, die ich bei euch raushöre, dass Charlene quasi mit dir so das Gleiche gemacht hat wie Nico mit Sarah. Ja, genau, genau. Es war alles berechnend und sie hat dich quasi in eine Falle tappen lassen. Ja, genau. Also ich bin in dem Fall Sarah und sie ist Nico, ne? Genau. Ja, wahrscheinlich sitzen jetzt viele vor der Linse und denken so, ja. Wir hassen doch Adrian. Naja, weil wie gesagt, von den Bildern her, Leute, ich kann das ja verstehen, wenn ihr nur die Bilder seht, das hat der Justina selber gesagt, die hätte niemals was mit mir angefangen, wenn man die Bilder sieht, weil sowas macht man ja auch nicht in einer Beziehung. Aber wenn ihr mit eurem Partner das vorher abspricht und das wirklich abspricht, so, und ihr seid ja in einer Beziehung, ihr macht die und die Sachen aus und dann befolgt ihr die, dann würdet ihr auch nicht so dann danach denken, was das denn für ein Arschloch war. Das war ja abgesprochen so. Und das muss ja mir und Charlene überlassen sein, wenn wir das absprechen und ich das mache. Aber das, der Fehler ist ja, dass sie das ja nicht zugibt, dass ihr das dann so denkt. So. Wenn sie das zugeben hätte, dann hätte ihr wahrscheinlich auch anders gedacht. Aber dann wäre sie ja nicht mehr so gut angekommen. Und sie wollte ja so die beliebteste sein, die bei Temptation, die es jemals gab. Das ist ihr Ziel. Ja, also so meisten Follower, beliebteste, Fame, sein Vater. Warum wollte sie so viel Fame und Geld? Sie wollte arbeiten gehen. Sie wollte so Deutschlands bekannteste Frau werden. Einfach Fame haben. Powerfrau. So mäßig nach dem Motto, ne? Also, ja. Meisten Abonnenten, meiste Kohle. So, ne? Was waren denn ihre monetären Ziele? Also, warum wollte sie so viel Kohle haben? Ja, damit sie nie wieder arbeiten gehen muss. Damit sie ein Haus kaufen kann in Spanien für ihre Eltern. Ah, wollen die nach Spanien? Ja, auf Mallorca finden die voll ganz schön, ne? Okay. Ja. Und sie wollte halt, sie hat halt keinen guten Job mehr gefunden, weil sie wurde deswegen überall rausgeflogen, weil sie halt keine haben wollte. Warum? Ja, vielleicht liegt es am Charakter, ne? Was soll ich dir sagen? Also, wenn du überall schlecht ankommst, dann würde ich mir denken, das muss doch irgendwie an mir liegen, weil wenn du bei einem schlecht ankommst, okay, aber wenn alle sagen, auch die Freundin, wenn keiner mit dir mehr Kontakt haben will, so, dann muss das irgendwo dran hat ja sogar ihre beste Freundin. Keiner wollte mit dir Kontakt getrennt, haben. So. Gar keiner. Aber warte mal, jetzt. Und alle kamen zu mir, Adrian, du bist super sympathisch, aber da diese Konstellation, da warten wir zum Beispiel auch mal zu Vierer Dates, diese Konstellation gibt es nicht mehr, weil wir einfach keinen Bock haben auf deine Alte. Die ist einfach nur peinlich und link. Warum? Wollen wir? Ja, das ist zu viel, das ist viel zu viel. Und ich habe leider null das Gefühl, dass Charlene als übelst sympathischste rauskommen wollte. Und es ist ja auch klar, dass Sarah diejenige ist, die eher als starke Frau angesehen wird. Und gut, das kannte sie ja nicht so, die meiste. Wusste sie ja nicht. Wusste Charlene, aber es macht jetzt nicht den Eindruck von wegen, oh fuck, Mann, scheiße, jetzt bin ich's nie geworden. Also wenn sie wirklich den Plan hatte, dann konnte sie den gut beiseite legen, weil ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, dass sie sich so in den Vordergrund gedrängt hat. Wenn es um Sarah ging, hat sie sie auch getröstet und war nicht so wie, oh, meiner ist so schlimm. Ich weiß nicht, ob sie das einmal gesagt hat, ganz am Anfang, aber also mit dem meiner war der Schlimmste. Aber das finde ich auch noch in Ordnung. Aber alles, was jetzt hier in diese krass persönliche Schiene geht, ich denke mir so, du warst halt selber mit ihr zusammen. Zweieinhalb Jahre lang. Ja, ja, bei jedem Job rausgeflogen. Juckt uns gar nicht. Ja, und untermauert diesen Fakt auch nicht. Und das ist eine Ebene, finde ich, die muss man nicht gehen. Ich finde, das ist so unter der Gürtellinie. Das ist für mich richtig schießen und jemanden absolut schlecht dastehen lassen wollen. Und darum geht es ja auch gar nicht. Interessiert ja nicht, was für einen Job Charlene hat.
Ja, ich glaube, oder er braucht schon so ein richtiges Team, die ihn auch inhaltlich durchleiten. Weil wenn er von sich erzählt, dann kommt halt sowas bei rum. Ist so. Und es fühlt sich schon sehr danach an, wie Scheiße, die hat echt Mist mit mir gebaut. Ich muss irgendwie... Mich rächen? Also naja, ja, aber es schon so, eigentlich will ich wahrscheinlich nicht, aber ich muss die Chance nutzen und sie auch mal schlecht reden. Und so kommt es bei dir an. Und ich habe das Gefühl mit Scheiße, ich stehe hier wirklich dumm da. Ich bin jetzt noch mit einer Verführerin zusammen. Ich versuche das Blatt irgendwie zu wenden und auch gegen Charlene zu schießen, damit ich hier nicht der einzige Dumme bin. Ja, das ich habe so ein Gefühl für so eine beides Mischung. So. Ja, genau. Weil ich halt dazwischen. Ich kann halt diesen Fakt mir einordnen. Wie berechnend war sie denn jetzt wirklich? Ich hoffe, sie sagt jetzt hier gleich mal noch was dazu. Ja. Na und vielleicht hat er auch Sorge, wenn Sanja schon sagt, ich fahre auch gleich zu Charlene, dass er gleich schon mal ein bisschen mehr drückt. Kann auch dass er auch schon vorher, also dass er auf die Bereiche geht, die Adrian angesprochen ist und die kann sie dann entkräften, dass sie selber gar nicht so schießen kann. Ja. Weil ich wüsste nicht, was Charlene noch nach dem Wiedersehen überhaupt zu teilen hat so richtig. Also ich habe das Gefühl, sie ist an einem Punkt, sie sollte jetzt erstmal einen Gang runterfahren mit dem Auftritt mal dort. Mal gucken, was sie hier wieder orakeln. Ja, guck was mal. Sie hier nur hat. Also ich dachte ehrlich, es war am Anfang war es ja nicht so scheiße. Wir hatten uns, glaube ich, 2019 am Ende kennengelernt. Dann war Januar, Februar, 92? März. Januar, Februar, März hatten wir 3 Monate. 2019. Ah, 2019. Ja. Und da kam doch schon Corona ab März, April gefühlt. Und dann haben wir so geworden. Ein bisschen 1998. Oh mein wir Gott. Wir haben uns 1992 kennengelernt. Nee, und dann kam ja 3 Monate... Die ging dann so ganz normal, da war ich auch ein paar Mal bei ihr in Münster, weil sie hat in Münster gewohnt, sehr mal gependelt. Und da kam halt schon Corona so, ne? Und dann hat man halt irgendwie aufeinandergegangen und es war einfach nur eine Gewohnheit. Deutsches Bild, aber es war eine Gewohnheitsbeziehung. Cool. Also ich sage euch ganz ehrlich, Charlene ist super schockiert und wir mussten jetzt hier auch gerade erstmal ein bisschen uns auch zweimal zwischendurch umarmen, weil du warst, also es hat dir schon so ein bisschen die Luft weggenommen, ne? Ja, schon krass. Also ich sag nur so, dass die eine Sache, das, was er da seit Wochen erzählt, das wäre alles geplant gewesen, ist die eine Sache. Aber die ganzen anderen Sachen, die da noch erzählt haben. Die Frage wäre halt so die erste, jetzt würde ich, wenn ich dich als erstes getroffen hätte, sagen, ja, wie kam es denn dazu, dass ihr zu Temptation Island gekommen seid? Da fangen wir harmlos an. Das ist so die eine Frage. Und die zweite Frage ist, oder die Variante wäre, Adrian hat mir erzählt, dass du ihn unwissentlich dort angemeldet hast und du gesagt hast, er soll rumlecken, er soll hier doller als der Kelvin sein, du willst den Fame, du willst nie wieder arbeiten und er darf lecken und du hast ihm im Auto noch den Schwur, den Fingerschwur gegeben, sagt er, auf deine Oma. Kann das sein, dass er das alles auch machen darf? Du willst einfach nie wieder normal arbeiten. Ich hab doch gar keine Omas mehr. Heftig. Also wie rum? Lieber so und dann nimmst du Bezug drauf oder so ganz offen? Finde ich ja mal geil mit, ich habe gar keine Omas mehr. Also nicht geil, aber dass irgendwas gesagt wird, mit auf die Oma geschworen. Cool, dass Adrian weiß, dass sie keine Omas mehr hat. Und ich finde... Du kannst trotzdem auf deine Oma schworen. Ja, ich finde die Variante jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, was ich besser finden soll. Für ihn als Interviewer natürlich total schwierig. Man will schon, dass sie genau auf die Fakten eingeht. Mhm. Aber irgendwie nimmst du auch super viel schon weg, dass sie ja dann genau weiß, auf was sie wie vielleicht auch reagieren müsste. Mhm. Also weißt du? Ja, aber sie kann das Thema jetzt nicht umgehen mit der Fragestellung. Ja. Das ist wahrscheinlich, er kriegt genau die Antwort, die wir alle haben wollen. Ja, ich will die auf jeden Fall jetzt. Und die Reaktion, also ich weiß es nicht. Das mit dem eingeleitet, wir mussten uns schon 3-mal umarmen, mir geht's so schlecht. Ich weiß nicht, das lässt mich jetzt schon, wenn ich direkt das vorher so sehe, lässt mich das mit so einem Gefühl rein, wo ich das jetzt mehr hinterfrage als die Aussagen vorher. Ja, weißt du, wie ich meine? Sie hatten halt ein Vorgespräch und da hat er ihr natürlich schon ein bisschen was erzählt, wie es jetzt ablaufen wird. Aber stell dir vor, das ist halt wirklich alles gelogen und sie ist halt verletzt, weil das einfach, die Beziehung ist ja schon eine große, lange Weile her. Aber dann kriegst du nochmal so eins reingedrückt. Naja, kann man auch verstehen, wenn das überhaupt nicht stimmt, dass man da heult, weil man denkt, hä, was soll das jetzt? Und wenn es dann sogar noch Lorraine plus Adrian plus Anhängsel von beiden, also Adam, liebe Grüße. Naja, kann schon scheiße sein. Ja, ich würde eher, glaube ich, sauer werden, anstatt traurig. Ja. Traurig wäre ich eher, wenn ich so ausgeliefert bin und weiß, scheiße, jetzt kommt's raus. Bei mir ist es zum Beispiel so ein Ding, wenn man wütend ist, also ist ja sauer und dann Wut und aus einer Wut, ey, da kann es ja auch raustropfen. Ist so. Charlene ist super schockiert und wir mussten jetzt hier auch gerade erstmal ein bisschen uns auch zweimal zwischendurch umarmen, weil du warst, also es hat dir schon so ein bisschen die Luft weggenommen, ne?
Ja, schon krass. Also ich sag nur so, dass die eine Sache, das, was er da seit Wochen erzählt, das wäre alles geplant gewesen, ist die eine Sache. Aber die ganzen anderen Sachen, die da noch erzählt haben. Die Frage wäre halt so die erste. Jetzt würde ich, wenn ich dich als erstes getroffen hätte, sagen, ja, wie kam es denn dazu, dass ihr zu Temptation Island gekommen seid? Da fangen wir harmlos an. Das ist so die eine Frage. Und die zweite Frage ist, oder die Variante wäre, Adrian hat mir erzählt, dass du ihn unwissentlich dort angemeldet hast und du gesagt hast, er soll rumlecken, er soll hier doller als der Kelvin sein, du willst den Fame, du willst nie wieder arbeiten, und er darf lecken und du hast ihm im Auto noch den Schwur, den Fingerschwur gegeben, sagt er, auf deine Oma. Kann das sein, dass er das alles auch machen darf? Du willst einfach nie wieder normal arbeiten. Ich hab doch gar keine Omas mehr. Heftig. Also wie rum? Lieber so und dann nimmst du Bezug drauf oder so ganz offen? Hm? Ich habe auch zu ihm gesagt, bitte verlieb dich in der Sendung in eine andere, aber gib es am Ende nicht zu. Und das habe ich alles... Na klar, klingt logisch, nee. Also finde ich echt heftig. Anstatt man mal sein Verhalten reflektiert... Wie ich das in dem Sinne gemacht habe, das, was ich gemacht habe, spreche ich mich nicht von frei, sage ich auch im letzten Lagerfeuer. Ich stehe dazu mit der emotionalen Bindung. Er verurteilt mich dafür und sagt dann, oh, wir haben gesagt, das ist Betrügen. Und sagt, gibt aber dann wiederum in der Wiedersehensshow zu, ja, da ist eine emotionale Bindung entstanden. Ja, Junge, denk doch mal logisch nach, einige dich doch mal. Nochmal zurück, du hast nie gesagt, nein, nicht schlimm, alles gut. Du hast nicht gesagt, du darfst knutschen. Nein. Das ist also eine Lüge. Das ist eine Lüge. Weil einmal sagt er ja auch, er hätte alles gedurft, außer am letzten Lagerfeuer sagt er doch, wir haben gesagt, nicht reinstecken, nicht rumlecken, nicht das und nicht das. Und jetzt sagt er rumlecken ja. Und jetzt sagt er rumlecken ja, deswegen sage ich, er sollte sich vielleicht mal auf eine Version einigen. Okay. Er sollte sich selber einigen. Aber da müssen wir auch mal dazu sagen, es gibt ja das, was sie intern ausgemacht haben und das, was sie vor der Kamera ausgemacht haben. Und es ist ja gefühlt, habe ich das, also für mich war es jetzt jede Woche mit einer Temptation-Ausstrahlung, gab es eine andere Regelung bei denen. Ach man, ey, es ist so schwierig, ne? Also ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht hier, um jetzt zu sagen, das oder das ist richtig. Nee, natürlich nicht. Ich finde auch bei ihr manchmal, aber weil ich glaube ich jetzt so kritisch drauf gucke, denke ich manchmal, naja, weiß ich nicht, ob ich da vielleicht ein Fünkchen Lüge auch so ein bisschen raushöre von der Art und Weise, wie sie es erzählt, weil sie so ein bisschen drüber lustig macht. Naja, er sagt ja erst das, dann sagt er das. Für mich ist das so ein bisschen, sie reagiert sehr sarkastisch und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Selbstschutz, dann ja, so drauf zu reagieren, wenn du weißt, dass 4 Leute gerade gegen dich schießen und seine ja gerade schon mit diesen 4 Leuten waren, aber ich kann für mich gar kein Gefühl ausmachen, wo ich bin gerade. Ja. Ich habe auch das Gefühl, ich will gar nicht, ich will es gar nicht richtig wissen. Deep rein. Ja. Das sieht man doch im Fernsehen. Und warum sagt er denn nicht dann schon beim letzten Lagerfeuer und erst in der Wiedersehensshow, warum hat er nicht da schon gesagt, so, ey, Charlene, willst du mich verarschen? Ist mir das doch alles erlaubt? Warum hat er das denn da nicht am letzten Lagerfeuer schon gesagt? Das verstehe ich nicht. Er schien beim Lagerfeuer eher beleidigt darüber zu sein, dass du jetzt Schluss machst. Ego, wieder ein Ego-Gekränkter. Da sagt er zu mir, habe ich ihn auch gefragt, ich sag, guck mal, jetzt erzählst du mir. Er sagt ja, er ist ins Lagerfeuer gegangen mit dem Wissen, dass er nach der Show mit dir Schluss macht. Er sagt, er war schon entschlossen. Ich lieb's, okay. Pass auf, jetzt wird's ja immer besser. Oh, Mama, Adrian, ne? Wirklich. Also. Nee, ich find's gerade echt unverschämt. Okay, ne? Okay. Ich habe auch schon von Freunden gehört, dass er wohl vor Temptation schon mit mir Schluss machen wollte, aber er wollte die Sendung noch mitnehmen. Also, wer ist der Fame-Geile? Ey, wir hatten ein Gespräch nach der Sendung, als ich seine Klamotten gepackt habe. Ich weiß das noch. Und Adrian, du warst das auch. Wir saßen vor dem Fitnessstudio. Ich kann jetzt den Ort nicht nennen und so, ne? Auf jeden Fall, wir saßen, haben gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, Charlene, sollen wir es nicht nochmal versuchen? Nein. Entweder ganz oder gar nicht. Nein, sag das nicht. Er sagt, du wolltest es nochmal versuchen. Bitte verarsch mich jetzt nicht, weil ich schwöre, weil ich versuche echt jetzt noch normal zu reden, weil sonst raste ich hier gleich aus. Ich finde das gerade so unverschämt, ne? Ich hab voll gerne Der Adrian ist eigentlich hättest du es ihm anmerken müssen. Der Adrian kann eigentlich gar nicht lügen. Der mag das auch nicht. Ich kenne ihn ja nicht. Ja, okay. Wäre ich mal dabei gewesen. Der behauptet, du... Ja, aber ich beende das im Fernsehen und sag dann hinterrücks, oh, komm noch mal her, weil du bist so der Geile. Du bist ja so der tolle Typ. Du bist so der Geile. Zitter ich immer.
Also warte. Ey. Das bedeutet, wie sind wir gerade auf dieses Thema gekommen? Ich habe gesagt, dass er nach der Show mit dir Schluss machen wollte. Richtig. Und so. Dann wolltest du mir jetzt erzählen. Genau, wir haben uns getroffen und haben nochmal gesprochen. Da hat er mich gefragt, das war ein paar Tage, als wir wieder in Deutschland waren. Da hat er zu mir gesagt, sollen wir es nicht nochmal versuchen, entweder ganz oder gar nicht. Da habe ich gesagt, nein, ist nicht mehr. So, da habe ich sogar noch bei dem Gespräch geweint. Er hat mich immer noch Schatz genannt, weil das irgendwie drin war. Das war auch ein emotionales Gespräch. Und dann habe ich halt letztendlich nein gesagt. Dann hat er zu mir gesagt, okay, dann kann ich dir jetzt auch sagen, dass Justina, also ich weiß, dass mein Name eigentlich anders ausspricht, aber extra jetzt, dass Justina mich am Wochenende besuchen kommt. Da habe ich noch zu ihm gesagt, was ist denn, wenn ich gesagt hätte, wir versuchen es jetzt nochmal, wäre es dann zweigleisig gefahren oder was? Da habe ich keine Antwort mehr drauf bekommen. So war okay, das wow, nämlich. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre okay. auf meinen Opa. Das war so. Und dann lüge ich nicht. Und das ist frech. Oh, atme einmal dann kurz. So ein Gespräch hätte ich jetzt gar nicht erwähnt. Dann sag doch einfach gar nichts. Aber das jetzt zu wenden und drehen, warum soll ich es im Fernsehen beenden und renne ihm dann hinterher? Er behauptet... Du hättest quasi... Ja, oder provozierst du mich gerade? Ich schwöre auf mein Leben, du wirst es sehen in dem anderen Video. Ob wir diese Szene sehen werden, wo Adrian das sagt, weil das... Sanja streut das jetzt. Und ich finde auch logisch, also ich finde die Idee nicht blöd, dass Adrian am Fitnessstudio fragt, wollen wir es nochmal probieren? Ja, ich weil kann's mir vorstellen. Als sie raus sind, war für mich noch der Stand, der checkt es noch nicht. Ja, ich also, kann mir oder das... Oder er ist sie noch überfordert mit der Entscheidung. Ja, aber wie kann er denn dann zu Sanja gesagt haben, ich wusste vor dem... Also ich wusste schon vor dem Lagerschloss, dass ich danach mit ihr Schluss machen werde. Ich sag dir warum. Und dann ergibt das für mich auch Sinn, dass sie sagt, na, er hatte dann ein gekränktes Ego, weil sie schon während des Lagerfeuers Schluss gemacht hat. Ja, also das habe ich ihr jetzt auch irgendwie auch die Wut so wirklich abgekauft. Voll. Und Adrian, aber ich möchte es trotzdem nochmal aus seinem Mund sehen, weil Adrian das... erzählt ja. auch dann bestimmt einfach nur Quatsch, weil halt Justina nebendran sitzt. Das sage ich jetzt extra so. Beim Interview. So, natürlich sagt er dann nicht, ja, ich habe sie nochmal gefragt, weil er hatte ja scheinbar direkt nach Temptation, hat er jetzt in seiner Story veröffentlicht, direkt Kontakt mit ihr. Und die wird auch am Wochenende gekommen sein. Da wäre ja schön blöd, wenn er beim Interview mit ihr sagt, ja, stimmt, eigentlich habe ich am Donnerstag, kurz zwei Tage bevor Justina kommt, nochmal gefragt, ob wir zusammen sein wollen. Natürlich erzählt er das da anders. Aber wie krass ist denn überhaupt diese Sache schon alleine? Also dieser Fakt? Das ist... Wir können ihn nicht verwerten eigentlich. Wir können ihn uns jetzt damit berieseln lassen. Fingerschwur. Ich erzähle dir nur Sachen, die er wirklich gesagt hat, okay? Ich find's echt frech. Du wirst es sehen im Video. Er behauptet, du hättest halt am Lagerfeuer Schluss gemacht und dann hätte er, warte mal, ich will jetzt nicht lügen, du wirst es sehen im Video, er hätte gehört oder mitgeteilt bekommen von irgendjemandem. Jemand hat dich telefonieren hören mit deiner, ich glaube, damaligen Freundin. Die mit Flo zusammen war, Vivian, Vittoria, ja, du hättest zu deiner Freundin gesagt, oh mein Gott, scheiße, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut, ich habe für einen, den ich seit zwei Wochen kenne, meine Beziehung weggeworfen. Und dann hättest du im Hotel ihn quasi noch darum gebeten, dass ihr wieder zusammenkommt. Du wolltest das zurücknehmen. Nee, das stimmt doch gar nicht. Im Hotel haben wir kaum miteinander gesprochen. Den ganzen Abend, wir kamen als letztes an, da haben ja noch die anderen auf uns gewartet, da haben wir kein Wort miteinander gewechselt und am nächsten Tag wurden wir zusammen abgeholt, weil es nicht anders ging, wir saßen ja an derselben Maschine und das ist auch das, was ich bei Ramon erzählt habe, da habe ich Adrian ja noch quasi gut gesprochen, was ja auch gut war, dass er dann halt, ich bin ihm ja am Flughafen aus dem Weg gegangen, weil ich wollte nicht mit ihm sein, da hat er halt die ganze Zeit gesagt, ey, so, ich will dich trotzdem im Blickwinkel haben und so, ne, so halt fremdes Land und so, ich will nicht, dass dir was passiert. Mhm. So, wo habe ich da gesagt, so? Also du hast nach dem Lagerfeuer, ne, nie wieder zu ihm gesagt, ich will dich zurückhaben wieder. Das war ein Fehler. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, nein. Ja, also wie gesagt, die ehemalige beste Freundin war eh schon auf Stadion ein bisschen angepisst, weil Stadion mich ja quasi so verarscht hat in der Sendung, ne, mit diesem, ich soll das machen, und im Endeffekt hat es ja nicht zugegeben und ist mir ja dann auch fremd gegangen. Mit zweimal sogar. Sie ist jetzt zweimal fremdgegangen. Hinter der Kamera. Einmal mit Chris. Da könnt ihr gerne den Chris fragen. Also hier läuft ein bisschen was dazu. Und mit Michael beim Dream Date, ne? Mit beiden. Warum hat sie nicht abgebrochen? Ja, weil wenn sie abbricht, hat sie ja weniger Sendezeit. Da sieht man sie ja weniger, ne? Und sie wollte das ja voll ausreizen, weil Follower waren ja ihre größtes Ziel, ne? Am Anfang hatte sie ja auch schon ein Date, das wurde euch nicht gezeigt, das war mit dem lieben Chris. Warum sagt sie überhaupt was dazu? Da ist sie auch schon fremdgegangen und das war zu dem Zeitpunkt, wo Adrian natürlich auch schon Bilder geliefert hat, aber die Bilder und alles, was er gemacht hat davor, war abgesprochen mit der lieben Charlene. Kann keiner das. Ich wollte gerade sagen, also sie liefert jetzt irgendeinen Fakt.
Aber diesen Fakt kann ja auch einfach Chris behauptet haben. Also im Endeffekt weiß es ja niemand, außer die Produktion, die dieses Date gefilmt hat. Na, Chris kann es schon wissen, ja, wenn es wirklich Chris, so war. Na, aber Chris kann auch einfach, weil er vielleicht auch, was weiß ich, verletzt ist im Ego oder aus was für Gründen, einfach sagen, hä, da ging auch schon was bei dem ersten Date, da bist du schon fremdgegangen. Weißt ja nicht, er kann es ja, wie wenn schlimm, ein bösartiger oder? Mensch wäre. Dass wir alles hinterfragen müssen. Ja, ja, das ist eigentlich schon schlimm. Man muss alles ja beweisen. Trotzdem sehe ich sie jetzt da gerade überhaupt nicht in der Position, über Charlene zu quatschen und finde sich auch eigentlich gerade ein bisschen anmaßend von ihr, sorry. Es wurden klare Grenzen gesetzt und an diese hat sich Adrian auch gehalten. Natürlich, das, was später mit mir kam, das war nicht abgesprochen, das war auch nicht vorhersehbar. So, Wann später? Wo ich mit ihr so close war und so, wir haben gekuschelt und wir das haben... Das war nicht abgesprochen. Nein, sie sollte mich ja nicht ineinander vergucken. Quasi. Aber hast du ein bisschen, weil... Du in ihren Augen, was meinst du, gesehen hast? Nein, also was bei mir ist was, ich hab nicht, weil deine Wimpern davor waren. Ich redet irgendwann, das körperlich war alles abgespannt, das war kein Problem. Aber so, das so. Ja, Maus, lebst du noch? Einmal nach links, einmal nach rechts. Was hast du eigentlich in den Augen, Baby? In dem Moment für mich da ist, so, dann, warum gelang es dir nicht, das, was Charlene gemacht hat, auch als Teil des Spiels zu sehen? Ja, weil wir das nicht abgesprochen hatten. Wir haben nicht abgesprochen, dass sie das machen soll. Weil wenn wir es gemacht hätten, okay, aber wir meinten nicht so, wir reden nicht in der Öffentlichkeit schlecht. Mensch, ich will das nicht. Und sie hat auch gesagt, gut, dann frisch mir die Themen nicht an, ich möchte das und das nicht. Aber vom Körperlichen her war ja alles in Ordnung. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Jetzt komme ich gar nicht mehr mit. Also angeblich gab es keine klaren Grenzen und er sollte alles machen und Feuer, Feuer, und Feuer. Und lecken. Lecken, schlecken, mecknabbern. Und jetzt gab es irgendwie doch wieder klare Grenzen. Dann gab es Tabuthemen, über die sie nicht reden sollte, aber er irgendwie dann schon. Und das Tabuthema das Thema Körperlichkeit. Körperfamilie. Aber ist das jetzt ein Tabuthema gewesen, Körper? Bei ihr. Körper nicht, sondern Körperlichkeiten untereinander in der Beziehung. Sie sollten nicht über ihr Sexleben reden. Aber hat er ja gemacht. Ja, nicht in Folge 1, aber mittendrin dann irgendwann. Na, und aber ja ihre, also für die Grenzen, die Grenzen gab es körperlich nicht mit anderen. Mhm. Also natürlich reinstecken war anscheinend nicht okay, aber dieses Emotionale, das ich glaube, das meint er. Mhm. Mann, Maus, keine Ahnung. Hätte sich das mal aufschreiben sollen. Mitzukommen, wirklich. Und ich glaube, ich denke, es wird auch für die schwer sein, weil es so Ewigkeiten her ist und jeder mischt jetzt mit. Das ist und ein Jahr her. Du bist enttäuscht, vielleicht auch über dich selber oder frustriert und weißt gar nicht mehr, wie du richtig reagieren sollst drauf, weil dann hast du die Grenzen nach außen, die Grenzen intern, die Grenzen, die an der Stelle dann doch gut justierbar sind, weil hier kriegst du noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Also ich kann ja auch nicht mehr eine Geschichte, einen besoffenen Abend von vor einem Jahr erzählen, nee, weiß ich nicht. Da kann ich nicht sagen, ob ich die Person angeflirtet habe und die deswegen gekommen ist oder ob die Person mich angesprochen hat. Am Ende ist das auch einfach deren Wahrheit. Es war zwar nicht so, aber für ihn in seinem Kopf war es so. Ja, in dem Suff, vielleicht hat das, da verdreht sich ja safe auch in den 2 Wochen alles mit einer Gefühlslage. Wenn du doch jemanden cool findest, dann war scheiße, wie waren die Regeln? Wir brauchen kürzere Abstände. Dreh, Schnitt, Veröffentlichung. Und die VIP dreht sie doch einfach getrennt. Danke. Ja. Flieg doch da 2-mal hin, bitte. Zum Lagerfeuer, okay? Also, was er dir vorwirft und was auch Justina dir quasi vorwirft, ist, dass du ja quasi 2-mal off-cam fremdgegangen bist. Nein. Einmal mit Chris und einmal mit, wie heißt der nochmal? Mika. Und dass du beim Lagerfeuer Schluss gemacht hast, weil er über das Tabuthema geredet hat. Und ihr hattet euch aber ja versprochen, dass ihr nicht in der Show euch trennt, sondern wenn, dann irgendwie außerhalb. Und die beiden werfen dir quasi vor, dass du in dem Moment einfach nicht zugegeben hast, dass du ja den Treuetest nicht bestanden hast. Also letztendlich gebe ich hier zu, konnte ich in die Kamera gucken, habe ich den Treuetest so an sich auch nicht bestanden. Was natürlich nicht geil ist, klar hätte man vorher abbrechen müssen, aber unter den Umständen, ich denke mal, mich hat es ein bisschen härter getroffen als Adrian und das mit Mika stimmt, das habe ich auch zugegeben, aber das mit dem Chris, nenn ihn Chris, nicht so Chris, sonst fühlt er sich noch besonders, das stimmt natürlich nicht. Also was ist da passiert bei diesem Date, was nie gezeigt wurde? Ich finde es auch so geil, seit Wochen teasert er es ja im Internet an, da ist irgendwas passiert. Und dann würde Deutschland anders vor mir denken, wenn es relevant gewesen wäre, hätte es RTL doch gezeigt, oder? Naja. Treuebruch in Folge 3. Das Schokodate hatten wir an Tag 3 und das
Coole ist, ja. Ach, Tag 3, ja. Ne, da hatte ich ja, da waren ja auch noch Pascal und Sarah mit dabei. Die können es ja bestätigen, dass ich nicht fremdgegangen bin an Tag 3. Sarah und ich, wie gesagt, saßen die ersten 4 Tage da rum, haben unser eigenes Ding gemacht, abends auf den Partys. Guckt euch gerne die ersten Folgen nochmal an, sieht man uns gar nicht, weil wir immer für uns waren, weil wir erstmal quasi ankommen mussten. Wie soll ich denn dann an Tag 3 bitte dann da mit dem da auf ein Schokodate, was weiß ich nicht, gemacht haben soll. Also das ist, finde ich die Unterstellung halt einfach unverschämt. Du hattest mir erzählt, es ging darum, dass es um Sahne an einem Körperteil ging. Was Schokosoße. Schokosoße, das war so gewollt. Und Sarah war auch dabei. Ja, ja. Die hat es aber abgelehnt. Bin an dem Punkt, wo ich sage... Du kannst ja nicht sagen, weil die noch gar nicht fertig ist mit der Date-Geschichte. Aber gesagt, ich habe noch Pause gemacht. Ich habe aber schon eine Meinung. Sag mal. Ich kann mir vorstellen, dass da geknutscht wurde. Echt? Sie hat ja gerade die ganze Zeit das... Ich habe ja auch nur eine Gefühlslage. Das Argument ist schon mal weg von wegen, wenn es relevant gewesen wäre, hätte die Produktion da gezeigt. Mhm. Ja. Das ist schon... Also wir haben Sachen aus der letzten Staffel gehört, wo angeblich Beine so breit waren und ein Kopf hier drin lag. Das hat ja auch kein... Wir erwähnen keine Namen. Und wo es hieß, ihr habt einen Übeltäter? Naja, es gibt einen, der schlimmer war, aber haben wir rausgeschnitten. Ja, also das ist für mich auch nicht so ein richtiges Argument. Andererseits, was willst du halt auch für ein Argument liefern, wenn dir ja scheinbar eh keiner glaubt? Aber was ist jetzt halt mit Sarah und Pascal, die ja beim Date dabei... Können wir das nochmal weiterhören, dieses Date? Aber wir müssen, also ich muss an der Stelle auch noch zu sagen, malt euch mal das Risiko aus, wäre das rausgekommen mit dem Kuss. Abbruch an Tag 4. Da hat keiner was von. Die nicht und die Produktion nicht. Jo, dann leck halt, wenn du magst, meinen verschwitzten Körper. Oh, richtig, wir saßen da, die haben ja quasi so einen Teil von einem Safari-Park für uns abgesperrt. Auf jeden Fall saßen wir dann an so einem Tisch. Tiger und Löwen. Schokosoße, halt alles rund um Schokolade. Und wir hatten ja halt die Karten. Und da standen Aufgaben drauf. Und unter anderem, wir mussten uns dann hier so Wörter hinschreiben. Und dann stand da, dass man es ablecken sollte. Dann habe ich halt zum Chris gesagt, wenn er Bock hat, bei 35 Grad meine verschwitzte Schulter abzulecken, kann er das gerne tun. Und wenn man das jetzt als Betrügen sieht, okay, dann habe ich zweimal betrogen. Also das finde ich... Können wir da vielleicht nochmal Licht ins Dunkle bringen? Ja. Warum könnte Chris so etwas behaupten? Du hattest mir erzählt von der Nachricht, ich habe die auch gelesen, die er dir geschrieben hat. Was könnte sein Dorn im Auge sein? Also ich sag mal so, ich war ja seit Tag 1 richtig gut mit Chris. Mhm. War ja quasi da wie... ein Bruder für mich und ich hatte mein erstes Date damals mit Mika gehabt und habe dann auf dem zweiten entschieden, okay, irgendwie Mika, der labert mir ein bisschen zu viel, so fand ich nicht so cool. Mhm. Und habe dann aufs zweite Date durften Sarah und ich uns jeweils jemanden aussuchen, sie hat Pascal genommen, ich habe Chris genommen. Und auf diesem Schokodate habe ich halt einfach gemerkt, weil du bist ja da auch, um dich selber zu testen. Mhm. Und Chris war halt, wie gesagt, wie ein Bruder für mich und diesen Reiz, den ich hatte, hatte ich halt Mika gegenüber. Dementsprechend habe ich dann halt wieder umgeswitcht, bin dann zurück zu Mika und habe dann halt Chris gesagt, dass er eher wie ein Bruder für mich ist. Das hat der Chris scheinbar nicht so vertragen. Hatte dann halt auch öfters, der hat mich auch tagelang einmal ignoriert. Mhm, der Chris, ne? Ja, der hat mich dann ignoriert gehabt und hat mir dann aber versucht, quasi in der Zeit die Augen zu öffnen, weil... ist ja, was man ja die ganze Zeit nicht so einschätzen konnte, meint Mika das jetzt ernst, ist das nur ein Job für ihn? Mhm. Und dann hat Chris halt quasi als einziger Mika durchschaut gehabt und hat mir dann gesagt, so ey, pass mal auf, der verarscht dich hier. Mhm. Ich will nicht, dass du nochmal verarscht wirst, weil dein eigener Freund verarscht dich schon. Mhm. Was ich ihm ja so an sich hoch anrechne, sei jetzt mal dahingestellt, ob das so gewesen ist oder nicht, aber er wirft mir vor, dass er den Kopf für mich in der Sendung hingehalten hat. Mhm. Dementsprechend, Chris musste ja früher gehen. Er nennt es jetzt kleiner Unfall am Set. Ich sag einfach mal, der Produktion kam es ganz gelegen, dass er sich da den Fuß gestoßen hat, weil es da sehr, sehr viel Palaver gab. Okay. Oh, das ist so viel. Also wir müssen jetzt erfahren, Chris, was ist da los? Was ist da los? Was hast du für ein Problem mit Charlene? Das, was sie sagt, kann man sich natürlich als Problem vorstellen, dass da das Ego angeknackst ist. Würde auch Sinn ergeben, wenn man so ein bisschen jetzt auf Insta geht mit diesem, ich mache viel Action, viel Palaver. Ja. Mhm. Ja, was ist möglicherweise auch nach dem Dreh noch vorgefallen? Weiß man auch nicht. Hat sie dir vielleicht einen Korb gegeben? Du bist frustriert? Also, hat das noch mal probiert? Ja, schon in der Sendung. Ja, aber hat er noch mal probiert? Na, aber das staut sich ja nicht an und liegt dann ein Jahr rum, bis du das nach der Ausstrahlung... Und sie hatte ja schon mal gesagt mit Mika, naja, also beim Wiedersehen hat sie ja gesagt, der hat sich ein bisschen scheiße verhalten. Vielleicht ist Chris dann danach, nochmal, weil er es mitbekommen hat, nochmal reingeslidet, brüderliche Schulter angeboten. Und sie war so, still a bro, still a bre for me. Und er so, oh, wollen wir was zu Mika sagen? Noch, Noch nicht? In irgendeiner Story habe ich gelesen, dass er verheiratet war, während er... Was?
Also ich habe noch was anderes gesehen. Ich glaube, Charlene sagt dazu auch noch was im Interview. Ich hoffe, ich habe das rausgeschnitten. Ey, ich hoffe, los, mach Play. Kann man denn Gefühle steuern? Kann man nicht. Ist jetzt auch nicht so, dass ich mich dann 14 Tage kopfüber verliebt habe und sonstiges, ne? Da ist halt eine Bindung entstanden. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich, weiß ich nicht. Okay, also du sagst, du konntest nichts gegen die Gefühle. Wann fand der Kuss statt? Am letzten Date. Wann war das? Ja, na, am Tag 14, 13, 14. Okay. Wir haben 14 Tage gedreht. Und wie lange hattet ihr dann noch bis zum Lagerfeuer? Ja, die Singles sind ja, hatten wir eine Nacht oder zwei? Ich glaube, eine Nacht hatten wir. Die Singles sind ja einen Tag vor uns abgereist, weil die hatten ja dann fertig. Mhm. Und wir mussten dann noch das letzte Lagerfeuer drehen. Und ich bin ja dann zurück in die Villa. Da waren aber auch schon keine Kameras und Mikros mehr. Und dann haben wir quasi, wir drei Mädels da noch, oh, es war so langweilig, es war so warm, da liefen 1000 Portugiesen rum, haben alles abgebaut, haben dann echt nur geguckt, dass wir die Zeit rumkriegen, ne? Das war dann quasi eine Nacht noch, ja. Achso, das bedeutet da jetzt zu sagen, ey, Abbruch, war keine Option. Nee, das war dann da schon zu spät. Also ich hätte jetzt, ja, wem hätte ich das sagen sollen? Da waren ja keine Kameras und Mikros mehr. Am Ende war ja eh schon zu spät. Ich für mich habe mit der Beziehung abgeschlossen, soll aber jetzt keine Ausrede sein, ne? Aber das jetzt so lenken und drehen zu wollen, so nach dem Motto, du bist jetzt letztendlich die Betrügerin, finde ich, kann man jetzt so und so sehen. Also das, was du gemacht hast. Also ich finde, Betrügen fängt ja nicht immer bei einem Kuss an, ne? Mhm. Wie? Also ich meine, es gibt ja nicht reinrudern jetzt. Wenn man jetzt immer, wo Betrügen anfängt, theoretisch fängt ja schon Betrügen an, wenn du irgendwie, so wie er hier scheinbar, während ich in der Küche bin und koche, und er sich dann lieber auf Pornos einen runterholt. Fantasien, wenn du heimlich schreibst, wenn du dich heimlich triffst. Du musst dich ja gar nicht körperlich austauschen, wenn du so deinen Partner schon am Hintergehen bist. Und dann fragen die Leute sich, warum man immer wieder Vertrauensängste hat. Sie will eigentlich, glaube ich, damit gerade sagen, dass Adrian schon viel eher. Ja, klar. Aber das spielt gar keine Rolle bei dem Projekt. Das wollte ich jetzt gerade, ja. Aber es ist so, wie Lena sagt. Dann hättet ihr schon vorher Schluss machen müssen. Und es ist so, wie Lena vorhin schon gesagt hat, so dieses Schutzding. Weil habe ich jetzt halt auch das Gefühl, weil sie das irgendwie, sie sagt zwar, ich übernehme Verantwortung dafür und sie leugnet ja nicht, dass dieser Kuss stattgefunden hat, aber da wird immer noch mal nachgeschoben, aber der Adrian, der hat ja früher schon das und bla bla bla. Er hat ja dafür gesorgt, dass ich das... Ja, und das ist halt auch nicht Verantwortung übernehmen dann am Ende. Sie umgeht dieses Thema Grenzen, wie was abgesteckt war. Adrian sagt, emotional ist Betrügen, körperlich ist in Ordnung, liefert Bilder. Sie umgeht dieses Thema. Danielle liefert ihr halt Fakten, das und das wurde gesagt. Und das in dem Rahmen, in dem sie drauf eingeht, ist eigentlich dieses Sarkastische. Und dann zu sagen, ja, stimmt, genau. Na, hätte ich das wirklich behauptet, hätte er ja nie beim Lagerfeuer das und das. Ja, dann sagst du es wirklich wahr. Und lass vielleicht doch auch mal dieses Detail raus, was du dir darunter vorgestellt hast, was dein Ziel war. Dann kannst du doch sagen, ja, ich habe gesagt, sei ein bisschen lockerer, als du in der Realität bei mir sein darfst, damit wir Bilder liefern. Das hätte mir schon als Aussage gereicht, aber das... Ich meine, sie hat auch gesagt, für sie war das so, bis zu einem gewissen Punkt oder ab einem gewissen Punkt hat sie gesunden Menschenverstand dann vorausgesetzt. Ja. Das ist aber auch keine klare Grenze. Also nee, genau. Und gesunder Menschenverstand funktioniert mit diesen Grenzen nicht. Geh so weit wie es geht, aber bis zu dem Punkt, weil hätte er nichts gemacht, hätte sie mir auch vorhalten können, ja, ich hätte mir eigentlich gewünscht, du gehst weiter. Also du hast deine Treue nicht auch wirklich getestet. Du hast ja auch zwei verschiedene Menschenverstände. Also, ich meine, das kann ja jeder für sich anders definieren. Das wollte ich halt auch nochmal sagen, weil wenn sie schon anfängt, ich bin irgendwie in der Küche, er guckt Pornos und holt sich einen runter, ist vielleicht auch schon Betrügen. Okay, kann man jetzt nicht geil finden, wenn sie sich einen abkocht und er ist so, ach, Babe, keine Zeit. Aber das ist ja, also es wäre jetzt für mich kein Betrug und da fängt es ja schon an mit gesunder Menschenverstand. So, ja, weißt aber du? Wenn das ein gesunder Menschenverstand ist, dass das für dich Betrügen ist, geh nie mehr zu Temptation Island, sondern mach halt vorher und einen Cut. Sprich halt klarer drüber. Ja, ja, da bin ich, es ist ganz schwierig, aber die Leute haben schon gesagt, Nico rutscht dadurch halt wirklich krass aus dem Fokus, weil er spricht wirklich aus, wie was seine Intention war. Und ich weiß nicht, ob es würde sie nur, sage ich mal, in den Ruin treiben, wenn
Es wäre viel einfacher geklärt, würde sie offen und ehrlich sagen. Ich weiß, die Situation aber, ist so, weil es ist heißer Brei. Aber dafür rutscht für mich Nico aus dem Fokus fürs Arschloch Juni 2023. Nee, aber so ein bisschen habe ich schon auch das Gefühl, dass Nico gerade so... Ich weiß, aber es gibt kein Interview mit Nico. Er äußert sich ja zu nichts mehr. Ja. Also Saniel wird ihn auch angefragt ja, haben. Ja. Und er macht halt einfach Cut. Wenn Saniel dort gewesen wäre, Nico würde sich weiter in die Scheiße reiten. Also so. Na, aber Nico hat sich so in die Scheiße geritten, der kann eigentlich nur noch raus. Tiefer geht nicht. Er könnte sagen, Scheiße, es tut mir alles leid, ich gehe jetzt nochmal auf Sarah zu, keine Ahnung. Und hier fängt's ja erst an zu brodeln. Warum brodelt es nach einem Jahr nochmal so doll? Ja, das ist so wild. Also so, dann serviert doch die Faktenlage, wie es ist. Hab damit abgeschlossen und dann können wir alle damit abschließen. Und vor allen Dingen denke ich mir auch so, wie kann denn auch diese ganzen, wie kann denn 10 Monate oder 12 Monate nicht miteinander gesprochen worden sein? Das jetzt alles immer noch mal so überraschend für ist. Die Situation ist auch noch mal umgeworfen worden durch die Ausstrahlung. Und wenn man das jetzt so sehen will, wenn man jetzt so auf meinen Off-Cam-Moment rumpocht, da können wir auch noch gerne noch mal die Melissa fragen. Was hat er denn gemacht? Also klar, an sich hat er jetzt nicht sich von ihr irgendwie einen runterholen lassen, aber er hat sich ja einen runtergeholt, off-cam, weil er so geil war, musste das Date unterbrechen, weil er so dicke Eier hat. Gibt auch in einem anderen Video zu, ja, ich musste mir auf die geilen Weiber da jedes Mal, jeden Abend in der Villa einen runterholen. Behalt's doch einfach mal für dich. Du meinst, dass das gemacht hat, ist jetzt nicht schlimm, weil es ist kein Fremdgehen, aber das zu sagen, ist schmerzhaft. Das muss der Partner nicht wissen. Ja, erstmal, das ist so eine Sache, die kann man einfach mal für sich behalten. Und ja, ist das jetzt Fremdgehen, sich auf einer anderen Person einen runterzuholen? Ist es halt schon irgendwie eklig, weil ich dachte, du hast mich doch so geliebt und du hast mich doch da vermisst. Warum holst du dir dann auf die Verführerin einen runter? Das Krasse ist... Aber das ist doch eigentlich, also in meinem Kopf, das geilste Bild, was du liefern kannst, wenn sie sagt, die machen mich hier so an. Mhm. Ich gehe jetzt mal über eine inhaltliche Grenze, die auch mein private Ebene ist. Also so... Bei Calvin damals im Bett haben wir auch alle gegackert. Und auf dem Fakt rumzureiten, ist für mich so schwammige Masse. Ist für mich Arschretten, gerade so ein bisschen. Ja, weil das ist nicht vergleichbar mit einem Kuss auf einem Date. Gar nicht. Ich meine, ich verstehe, dass das eklig ist. Ich fände das auch kacke. Aber das ist ja auch was, wir wissen es doch nicht. Ich weiß auch nicht, von welchem Video sie jetzt leider spricht, wo er es selber zugegeben haben soll. Weil mein letzter Stand war, dass er gesagt hat... Bei uns im Interview hat das zugegeben. Mein letzter Stand war aber auch, es wurde sich nach dem Date einer runtergeholt. Ja. Und nicht, dass das Date unterbrochen werden muss. Also vielleicht legen wir jetzt auch viel auf die Goldwaage. Es klingt ja aber gerade auch, als ob der das jede Nacht gemacht hat. Kann ja im Endeffekt auch sein. Ja, dann zeigt uns das doch. Bei Calvin wurde es ja auch gezeigt. Ja. Nee, er hat ja gesagt, ich weiß nicht, du warst beim Interview, glaube ich, nicht dabei. Ich war da. Naja, also musst du schon öfter mal im Hotelzimmer, im Badezimmer verschwinden. Gott, wegen? Digga, ja. Keine Ahnung, welche Zusatzstoffe er nimmt fürs Testo. Training. Ja. Das hat er gesagt, das ist einfach, hat ein Zusammenhang. Mann, Alter, das sind für mich einfach so... Kann auch eine leichte Ausrede sein, aber ja. Aber es fällt doch nicht in die Beziehung ein. Dich können doch Leute spitz machen von außerhalb. Das kannst du ja vielleicht körperlich auch gar nicht steuern. Na gut, aber Mann, du kannst auch nie steuern, was dich verletzt und was dich nie verletzt. Und wenn Charlene sagt, so ein Verhalten verletzt sie, dass die Weiber ihn dann doch irgendwo so krank geil machen, dass er auf die schleudern will. Ja. Heißt ja, gut, auf die, keine Ahnung... Ja, ich glaube, es basiert alles auf dieser Aussage, die Melissa mal getroffen hat. Nach dem Racing Day so Melissa einfach schwammig Interview. Ist. Ich bin ja auch mittlerweile relativ gut mit Melissa. Und sie kommt hier. Sie hat ja mehr Zeit in der Villa verbracht mit Adrian als Adrian mit der anderen. Und das war ja auch so witzig, als sie dann weg war, ist er ja direkt wieder zu Melissa rüber. Er meint, Melissa ist zu ihm gekommen. Melissa, klär das bitte auf, dankeschön. Danke, Melissa, er hat ja bitte. Angeblich, also was heißt angeblich? Ich glaube, Melissa, warum soll Melissa sich das ausdenken? Melissa hat einen super Job gemacht. Er hat dann damals auf diesem Date, als er sich da hat geschleudert, hat er noch erzählt, kam er zu den anderen wieder und hat denen erzählt, er hat so viel abgespritzt, er hat die ganze Wand in der Toilette voll gespritzt. Hat er erzählt? Hat er den anderen drei erzählt. Und das Krasse ist einfach, warum soll die sich das bitte ausdenken? Jetzt mal bei aller Liebe, warum sollte man sich sowas ausdenken?
Also ich muss persönlich sagen, wenn mein Freund beispielsweise so einen Liebestest machen würde und er fände die Verführer dort alle richtig geil, ja, da hat er dicke Eier, das kann auch wehtun, und er dann auf Toilette geht und da das selber mit sich reguliert, ne? Egal an wen er in dem Moment denkt, soll er machen. Ist für mich kein Fremdgehen. Besser so, als dass er irgendwo schwach wird und sich einlutschen lässt oder so, ne? Aber das dann so breit zu treten, richtig, mit der Gefahr, dass du das dann hörst. Mir geht's halt so darum, was tun wir unseren Partnern an mit den Sachen, die wir sagen. Aber hat er das denn zugegeben, dass er sich da eins runtergeholt hat? Hat er? Nee, dass er sich selber einen runtergeholt hat. Ja, hat er? Ja. Ja, aber er hat doch gesagt die ganze Zeit, das würde nicht stimmen, die Melissa würde lügen. Das hat er dann auch bei Promiflash gesagt und bei Temptation-Seite kommentiert, was für krasse Fantasien manche Menschen haben. Warte mal, dein Mikro ist bedeckt. Warte mal ganz kurz. Er hat bei Promiflash behauptet, er hätte sich keinen runtergeholt. Ja! Doch, hat er zugegeben. Oh mein Gott. Und jetzt sitze ich hier wieder und muss für alle Stellung nehmen, was mir vorgeworfen wird. Und er redet sich wieder um Kopf und Kragen wie alles andere. Das ist so krass. Das ist das, wenn du lügst, ich rede ja jetzt frei Schnauze, ich rede ja in dem Sinne die Wahrheit, außer die Sachen, wozu ich stehe, aber kennst das? Wenn du lügst, irgendwann denkst du nicht mehr nach und das Denken war ja noch nie Adrian-Stärke. Ja, jetzt hat das sogar zugegeben. Also, dass er sich eingeschleudert hat, ja. Auf diesem Date? Auf dem Date weiß ich nicht, aber die haben sich alle 2 Tage dort eingeschleudert. Alle oder was? Mhm. Ach, mir ist das jetzt auch wirklich zu viel. Ich meine, natürlich, sie muss ja über Adrian sprechen. Und dass sie da auch mal wahrscheinlich, weil sie wirklich ja offensichtlich komplett sauer ist noch, auch schlechte Worte fallen, ja. Aber was wir jetzt hier gerade sehen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent des Gesamtinterviews das ausmacht. Ich habe das Gefühl, sie nutzt das, um dem Zuschauer zu sagen, Adrian ist dumm, Adrian ist frech, Adrian ist ein Arschloch, Adrian lügt alles. Und ich denke mir so, ja, okay. Aber das Gleiche macht ja Adrian. Adrian sagt, sie ist famegeil, ja. Sie hat einen schlechten Charakter. Ist ja auch nicht besser. Sie ist deswegen, aber also die nehmen sich wirklich, genau wie in der Show, nehmen sich beide Müssen jetzt polizeilich ein Verbot bekommen, über den anderen zu sprechen. Ja, und ich habe eigentlich gesagt, perfektes Paar prominent getrennt. Nein, nee, bitte nicht. Raus. Nein, Ende. Wenn da also jemand dann lass die Einzelnen nochmal auftauchen. Und okay, von mir aus. Wir gestalten uns eine neue Liebesromanze, ja. Weil menschlich finde ich beide, also einzeln, also denke ich, so wie ich sie dort kennengelernt habe, eigentlich, glaube ich, angenehm im Umfeld. Mhm. So, wenn ich mir vorstelle, ja. Ich müsste mit beiden einzeln feiern gehen, ja. Würde ich sagen, ich weiß, ich hätte einen geilen Abend. Das wüsste ich bei Nico nicht. Das wüsste ich bei Luis, weiß ich nicht. So ein bisschen ungefähr. Luis, auch bei Ada wüsste ich nicht. Aber auch so bei Tatum wäre ich mir nicht so ganz sicher. Wenn ich mich entscheiden müsste, mit welchem Paar würdest du gerne mal einzeln feiern gehen, würde ich das nehmen. Okay. Und Sarah. Ja. Gut, Sarah weiß ich nicht, wie viel Partytier in ihr Sarah steckt. Sarah kann uns mal hier ein bisschen Hüft- und Po-Wackel lassen. Das stimmt. Ja. Jetzt kommt jetzt nur Irene wieder da. Ja, ja. Die habe ich ja schon ganz wieder vergessen. Ich verstehe, also ich muss leider ehrlich sagen, ich checke nicht, warum Adam und Lorraine, also ist ja mehr Lorraine, weil Adam darf nicht reden, ist wirklich so, so ne? Viel jetzt mitmischen. Also ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt noch gedroppt wird, weil eigentlich, wie die du haben vorhin bisher schon sagt, Tessa, ja. It's none of their business. Genau, die haben bisher, was wir gesehen haben, noch gar nicht über sich selber gequatscht. Naja, gut, aber was sollen sie noch reden? Ja, ja, und die sind jetzt halt schwierig, weil sie sind Team Adrian. Mm, ja, genau. Und sind eigentlich befangen. Also nee, ja, total befangen. Und können sie ja wahrscheinlich auch bloß von Adrians Erzählungen einschätzen. Ja, aber eigentlich im Endeffekt geht es ja auch darum, was ist danach passiert. Ja, wir sind ins Team Adrian gerutscht, aus dem und dem Verhalten. Ja, ja. Tell me why you want love. Schon sehr, sehr früh, als die zusammen gestartet haben. Ja, aber von der Reihenfolge also in den Shows. Ja. Hat er doch direkt schon losgelegt mit Tachi Melissa. Und dann kamen sie doch erst. Das war aber schon sehr früh mit Michael. Also ja, erst war es ja mit Chris, das wird er ja auch noch erzählen. Und erst war mit Chris? Ja, mit Chris. Wann soll das denn passiert sein? Ja, das wurde ja nie gezeigt, das Date wurde ja auch nie gezeigt. Aber wann soll das denn stattgefunden haben? Michael und Chris hatten ja sogar richtig Beef, weil Chris ja was von Charlene wollte. Am 7. Tag ist das denn passiert? Dann wird aber hier auch mal gesagt, Chris wollte was von Charlene. Also bevor sie noch diese schlimmen Sachen gesehen hat? Nee, sie hat ja schon Sachen gesehen. Dann hat sie natürlich erst im Bett geschlafen, aber ich glaube, sie hat schon im Bett geschlafen vor dem zweiten Lagerfeuer, bin ich der Meinung. Also ihr würdet sagen, dass sie genauso schlimm ist wie er. Beide haben genau komplett, weil im Endeffekt, wenn man es ja so rein logisch sieht, ist sie ja fremdgegangen, nicht er. Sie hat hinter den Kameras wem anders geküsst. Und er nicht. Er nicht. Also das, was die abgesprochen hat, hat er eingehalten und sie nicht. Aber beim Wiedersehen. Und das ist, aber beide haben sich da nichts geschenkt, ne? Beide haben Scheiße gedacht. Oh, ich finde das so krass, ne? Ja. Ich habe diese Folge ja auf dem Weg hierher geguckt, ne? Und ich dachte mir so, krass.
Ich verstehe Adrian gar nicht. Ich bin voll auf Charlins Seite. Und Charlin lässt sich komplett von Michael verarschen. Immer noch? Der hat sich, ja, ich glaube schon. Also nachdem er ja raus ist, wir mussten ja noch warten aufs Lagerfeuer, hat er erstmal, ich glaube, eine andere Verführerin, ich muss ja jetzt nicht den Namen nennen, hat sie erstmal gebumst am Flughafen. Ich nenne keinen Namen. Wie ist der Anfangsbuchstabe? R. R. Ronald. Warte mal, wie hieß denn diese eine? Lol. Die von Nico. Ja. Wie hieß das? Syria, da ist auch ein R drin. Aber er hat auf jeden Fall vier von den Verführern gebumst. Alle gleichzeitig am Flughafen oder später? Nee, war alles so hinterher. Und das Krasse ist, der einen hat er Rosen gebracht nach Hause und meinte so, ja, ne, ich bin nur für dich da. Und einen Tag später ist er zu Charlin gefahren, hat ihr Rosen mitgebracht. So eine, die aus dem Strauß noch übrig geblieben ist oder was? Ah. Oh nein, oh Maus. Ja. Aber ganz ehrlich, Leute, wie schlau findet ihr das, wenn man sich als vergebene Person auf den Verführer einlässt? Die Chance ist doch so groß, dass dieser Mensch einfach nur den... Er hat es nur gespielt, aber jetzt nutzt er sie natürlich aus für Follower. Andersrum genauso. Mal ganz kurz generell zu diesem Thema was sagen. Wie sollen jetzt die nächsten Staffeln noch weiter laufen? Ich habe das Gefühl, dass sich jetzt sowieso Verführerinnen dort anmelden werden. Mit dem Ding vielleicht auch im Kopf so, naja, eventuell könnte ich mich verlieben. Mhm. Nee, Leute, dann geht bitte zu Love Island. Ich will wirklich, dass mal wieder der Job eines Verführers richtig ernst genommen wird. Also so ganz klar, ich habe hier nur einen Job. So wie Laura. Gefühle nichts machen. Mir gefällt das eigentlich. Es ist mir zu viel in den letzten Staffeln jetzt gewesen. Das ist mir, das bringt mir nichts, weil es genauso, wer hat es gerade gesagt, dass der Vergebene doch eigentlich so klar im Kopf sein muss und sich denken muss so, gut, wie ernst ist es dann danach? Also gerade bei den Verführern. Mhm. Und Mika hat ja ihr Honig ums Maul geschmiert. Komplett. Noch und nöcher. Ich bin für dich da, ich würde dir sowas niemals antun. Ja, jo, gut. Hat 14 Tage gehalten. Mhm. Ja. Ich bin eigentlich genau, dass ich sage, so wie wir es jetzt haben, gefällt es mir besser, weil es mehr Realität ist, weil du hast sonst nicht die Realität getestet, wenn die Person wirklich frei verfügbar ist und sich auch auf dich einlässt. Ja, aber so, dass dieses Verlieben stattfindet bei den Verführer. Weil tut uns keinen Gefallen im Nachhinein, ne? Wir wollen an der Stelle dann eigentlich schon den Test beendet haben und dann zieht sich dieser Kaugummi noch. Ja. Die sollen sich einfach danach verlieben, wenn sie merken, okay, ja doch, dann lernt euch von mir aus kennen und macht das, aber... Ja, keine Ahnung. Ja, weil so 25 Dualseelen dann in 30 Jahren zu haben, ist auch dann nicht so ganz das Wahre. Weil ich finde, es ist irgendwie wo schon Realität, was du sagst, wenn eine Frau oder ein Mann jemanden kennenlernen, aber so richtig Realität ist es ja in diesen 14 Tagen Bubble auch nicht. Aber dann kann halt auch eine Staffel passieren, wo nichts passiert, weil die Männer sagen, Alter, ihr spielt alle. Ja, und dann finden wir es auch wieder lang. Ach, das ist wirklich, das ist ein Teufelskreis. Weil er wollte auch, das hat Charlene mir auch erzählt, als ich ja noch mit ihr befreundet war, er hat mit ihr sozusagen Schluss, also was heißt Schluss gemacht, die hatten keinen Kontakt mehr, weil er ist ja verheiratet mit Michael. Und Michael wollte mit seiner Ex-Frau zu Ex on the Beach gehen. Das hat mir Charlene alles erzählt, deswegen hatten die keinen... Erstmal verheiratet und getrennt. Ja, das ist ja erstmal noch was anderes. Finde ich. Mhm. Und ich finde einfach schon wieder, jetzt gerade, wir haben eigentlich am Ende gesagt, Lorraine finden wir cool, ist eine süße Maus. Sie droppt die Facts hier. Ich habe das Gefühl, sie hat jetzt eine Liste gemacht, das und das werde ich sagen. Und ich werde es aber einfach reinstreuen, als wüsste es schon jeder. Michael ist ja verheiratet und... Ja. Mhm. Ich hab das Gefühl irgendwie, das hatte ich ja am Anfang schon bei Lorraine. Und es wird jetzt gerade wieder ein bisschen bestätigt. Aktiviert. Es wird aktiviert, so dieses, man will unbedingt stattfinden. Und ich glaube trotzdem, ich nehme die Liebe so zwischen den beiden trotzdem sehr ab. Aber ich habe das Gefühl, sie kann sehr viel machen. Und Adam ist sowieso Herzl, Augen, 24/7. Wie er ja bei uns im Interview gesagt hat, Supporter. Mhm. Genau. Und dass sie jetzt, weil bei den beiden ist ja nun wirklich nicht viel passiert. Mhm. Heiratsantrag ist alles süß. Aber da sind wir natürlich auch wieder komplett schon gemissbildet von den ganzen Staffeln, dass wir sagen, der mir ist gerade zerstört. Dass man so denkt, geprägt. So eigentlich ist das ja übelst süß, aber interessiert uns nicht. Ja, cool, herzlichen Glückwunsch, weiter. Ja. Und das weiß sie und dass sie jetzt diejenige ist mit, naja, damit ich jetzt halt weiter stattfinde, droppe ich halt hier die ganze Zeit noch Facts. Hier zünde ich ein Feuer, hier ein Feuer, hier fehlt noch eins. Oder ich zünde so viel Feuer, dass man vielleicht nicht mehr meine Feuerstelle sieht, weil die können ja auch noch angezündet werden. Da soll auch angeblich noch was kommen. Richtig. Kommt ich, auch. Ich bin aber auch eigentlich so, wenn ich habe sie die ganze Zeit so wahrgenommen, ist mir doch egal, was die anderen denken. Ich habe meinen Adam. Genau. Und das sind Fakten, die stehen im Raum. Warum sollte ich jetzt den Rand halten? Und sie tut, ich weiß nicht, ob sie das für sich tut oder ob sie so ist,
also so für ihren Fame oder ob sie so ist, Alter, das steht im Raum, bevor die euch alle vollquatschen mit irgendwas. Weil ich, Charlene würde nie sagen, dass Mika verheiratet war. Ja, glaube, aber von ihr weiß ich da auch nicht. Solange es Mika nicht sagt und mir einen Ring zeigt, keine Ahnung, woher sie das alles weiß, dass Mika auch der Verführerin und Charlene Rosen gegeben hat, obwohl sie gar nicht mehr mit ihr befreundet ist. Wann war das? Hörensagen für wir mich. Wir befragen nochmal Verführer und da bitte im Zeitstrahl auch. Das da, ja. Warte. Also er hatte, ich muss erstmal kurz klarkommen. Also als er da eingezogen ist, hatte er eine intakte Ehe. Ja, aber das wusste wohl keiner. Dass aber die waren nicht getrennt. Nee. Die waren, und die Frau hat gesagt, jo, mach das. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das für eine Frau ist. Ich weiß nicht, nur Charlene hat es mir erzählt. Also auf das Telefonat ist ja Charlene vorhin schon mal eingegangen. Und da war ihre Antwort nur so, nein. Das stimmt naja, doch nicht. Bin mal gespannt, ob er erzählt, woher er das hat, weil er kann es ja nur von der telefonierten Freundin. Ich glaube, der hat das gehört. Er hat doch gesagt, er ist mit gewesen, damit sie nicht alleine da durchlaufen muss. Und da hat sie gesagt, ja, lauf mit? Neben mir? Naja, oder auf jeden Fall wird er es irgendwie mitbekommen haben. Ob das jetzt direkt daneben passiert ist, weiß ich nicht. Aber ihre Reaktion kam auf mich nie so natürlich rüber, wenn das nicht stimmen sollte. Erzählt dann, wo Charlene sie geschlagen hat. Hat sie die davor oder danach geschlagen? Nee, das war danach. Danach. Und deswegen sind die auch keine Freunde mehr. Ne? Warum lacht die ja die ganze Zeit? Ja, sie, Victor meint auch so, bist du doof, und weil sie mich halt voll lang kennt. Ne? Wie kannst du ihm anderes antun und so? Er ist noch ein guter Junge, weil ich war mit ihr früher in der Klasse und so. Ne? Wie kannst du so einem korrekten Menschen sowas antun? Und die so, ja, mir tut's ja irgendwie auch leid, aber irgendwie weiß ich nicht, Mikael hat mir schöne Augen gemacht, keine Ahnung halt. Ne? Aber wie gesagt, danach meinte sie auch erstmal, wir brauchen eine räumliche Trennung. Meinte ich, nein, wir brauchen keine räumliche Trennung. Ich lasse das räumlich schon mal weg, meint die, wie? Und dann, kennst du so, da kam die Träne. Ich so, ja, Mädchen, was denkst du, ist es vorbei? Da ist nichts mehr mit räumlicher Trennung. Ich pack mal Sachen, dann verpiss ich mich, du siehst mich nie wieder. Ach, die wollte erstmal nur eine räumliche Trennung und dann ja, und das war das für mich beendet, dann wollte sie nochmal ein Gespräch haben mit mir, nochmal in Holthausen, nochmal ein Gespräch. Ich denk mir so, ja, komm, dann nochmal ein Gespräch, ne? Und, da habe ich dann auch nochmal beendet, da hat sie halt voll angefangen zu heulen und so, ne? Und ich habe halt gesagt, so, nichts für ungut, aber so, das war's mit uns so. Und sie meinte, was machst du jetzt? Lernst du mal Neues, kenn ich so, das kann dir doch egal sein, so, das interessiert dich doch nicht, so, wir sind jetzt auseinander. Und so, dann, war ich abends mit Justina auf der Kirmes. Und dann hat sie mir auch ziemlich geschrieben, geh mal bitte ran, ich muss dich anrufen und so. Ich habe halt nicht geantwortet, ne? Dann später, mit Justina, und dann kam so die Nachricht, und sie so, du bist so ein Arschloch und so, aber ich denke mir so, das war ja zwischen uns beendet, so, dann bin ich ja jetzt kein Arschloch, weil ich was mit anderen habe. Ach so, sie sah euch auf der Kirmes? Ja, und die meinte, ja, wir waren halt so close-mäßig so, ne, also wir haben uns halt so, da, wir haben auch Riesenrad gefahren, so schön. Also, es wird das Fiddy-Gespräch gewesen sein, und ich kann mir eher vorstellen, dass dann Charlene nochmal mitbekommen hat, dass jetzt Justina wirklich da ist an dem Wochenende und ihm vielleicht auch einfach wirklich nur so mitteilen, weil du bist wirklich so ein Arschloch, fragst mich hier gerade noch nach einer Reunion und jetzt ist die da und so wie er es gerade droppt, ich finde es nur cringe, peinlich. Ich glaube gar nichts von kindisch. Beiden. Glaubst du, es ist einfach nicht stattgefunden? Es wird eine Situation gegeben haben, keine Ahnung, wie sie war, so wie Adrians erzählt, sage ich nein, so wie Charlene erzählt, sage ich nein. Wahrscheinlich war es super harmlos. Am Ende glaube ich eher Lorraine, weil ich kann mir vorstellen, die haben das den beiden damals erzählt, wie es war. Und Lorraine merkt sich das besser, weil nicht Mist bei ihr dazugekommen ist, sondern sie muss die Fakten nur merken. Ja. Lorraine, wo bist du? Nee, also so natürlich jetzt nicht gemeint, aber streiten sich zwei. Freut sich Lorraine. Ja, freut sich Lorraine. Sie hat das wohl gesehen und so, und darauf ist sie dann halt nochmal in den Start gekommen. Ich dachte mir so, und sie und Victoria hat gesagt, ja, aber Jen, du bist ja selber schon, du hast die Vision weggeworfen, so, was ist jetzt los? Das war ihre Freundin. Ja, und die kam dann auf, die vielleicht war nicht klar, und jetzt, dann wollte ich ja meine Sachen holen, und immer wieder hat sie komischerweise eine Sache vergessen. Dann musste ich ihr wieder schreiben, gibst ihr wieder die Sachen, immer was vergessen, komischerweise. Also aber wollte immer einen Grund haben, mit mir zu labern. War sie denn nicht dann direkt glücklich mit ihrem Verführer? Nein, ihr müsst halt wissen, so, ne? Leute, dieser Verführer, ja, er hat sie von vorne bis hinten verarscht. Er hat sie sogar noch nach Temptation verarscht. Am Flug. Dieser Typ hat... es ging nur um reine Sendezeit, okay? Es ging nur um Sendezeit. Der hatte vor Temptation Island was mit einer Verführerin, der hatte nach Temptation Island was mit mehreren Verführerinnen, während er noch nach Temptation Island mit Charlene auch was am Laufen hatte. Er hat die alle unter einem Hut gehabt und die alle so gewechselt, wie Unterhosen. Da sind sich ja wenigstens alle mal einig. Und hat sich wirklich, ihr müsst wissen, ich war in Bremen nach Temptation mit meiner besten Freundin unterwegs, kriege ich eine Nachricht von einer Verführerin, die ebenfalls aus Bremen kommt. Hey,
Michael hat mich heute besucht. Wir haben schon vor lange was am Laufen und er ist jetzt nach Bremen gekommen. Er hat mir heute richtig viele Rosen mitgebracht. Willst du nicht auch an den Tisch kommen? Und dann meinte ich so, okay, hey, crazy. Ich war eh auf dem Weg nach Hause mit meiner besten Freundin. Dachte ich, okay, wir gucken kurz vorbei, so, ne? Ich saß mit dem Typen an einem Tisch, Leute. Ich saß an einem Tisch und er hat mir ins Gesicht gesagt, dass er alles für Sendezeit gemacht hat und dass er Charlene in der Sendung öfter mal erwähnt hatte, dass das alles, was er macht, nur für Temptation ist und dass er danach wirklich kein Interesse an ihr hat. Er soll es ihr während der Dreharbeiten gesagt haben. Genau, ja. Aber das, weiß ich, ich glaube, das vielleicht, weil der Typ ist einfach falsch, dass es nicht gesagt hat. Aber darum geht's auch nicht. Er meinte halt, Offcam hat er das voll oft erwähnt. Wirklich, ist das der, wenn er die Villa verlassen hat, direkt am Flughafen der anderen Verführerin fickt, das macht man nicht. Wenn du doch, und Charlene denkt gerade, der denkt an sie und er ist gerade ein anderer am Poppen, so, ne? So mäßig. Okay, also die Verführer und Verführerinnen sind zuerst abgeflogen. Genau. Und dann die Paare. Ja, genau, genau. Und dann hat er vorher oder so. Und dann hat er am Flughafen eine andere Verführerin. Nein, 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 nein. Er hat, bevor Temptation angefangen ist, schon eine Verführerin verheiratet. Aber er war verheiratet. So, oder ist er? Das weiß ich nicht. Kann sein, ist auch, aber das weiß ich nicht. Das, was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass er dann am Flughafen eine andere Verführerin gebumst hat, aber nach dieser Bumserei mit einer anderen Verführerin zu ihm nach Hause gefahren ist. Und die hat dann auch bei ihm geschlafen. Und Charlene durfte nie zu ihm nach Hause. So, und Charlene durfte zum Beispiel nie zu ihm nach Hause. Alles auch ganz komisch. Merkwürdig und alles, und oder? Und so, der Verführer hat rote Rosen geschenkt. Und ne? Rote Rosen hat er ihr auch geschenkt. So, wie gesagt, Leute, ich saß mit dem an einem Tisch und er hat mir ins Gesicht gesagt, dass er das nie ernst gemeint hat mit ihr. Und hat das zu dir gesagt. Hat er zu mir ins Gesicht und gesagt. Und jetzt vor der Sendung hat er halt gemerkt, geht das los, muss ich wieder bei Charlene einstellen. Die hatten ja keinen Kontakt, weil der will ja auch Fame haben. Und sie ist ja so schön dumm und fällt drauf ein und hat ja funktioniert. Bei ihm läuft ja auch mit den Abonnenten, ne? Weil die Leute ja glauben, oh, das ist der größte Ehrenmann. Aber warum, wenn sie weiß das auch alles. Das Ding ist, guck mal, warum sie wusste das distanzierte sie nicht. Genau, am Anfang wusste sie das nicht, weil der Typ sich dachte, hey, ganz ehrlich, warum soll ich mir nur eine gönnen, wenn ich mir mehrere gleichzeitig gönnen kann? So, aber irgendwann hatten die Verführerinnen untereinander mit, also so gesprochen gehabt und dann ist es halt rausgekommen. Ey, die hat auch was mit dem, ey, die hat auch was mit dem. Und dann ist es natürlich ans Licht gekommen und jetzt sogar vor kurzem, Leute, hatte die liebe Charlene ja über 2 Stunden ein Gespräch gehabt mit einer Verführerin aus Bremen, die ebenfalls mit dem Typen was am Laufen hatte. So, und sie hat ihr wirklich alles erzählt. Sie wusste, Charlene weiß ganz genau, wie hardcore sie wirklich verarscht worden ist von diesem Typen und supportet den immer noch aktuell, nur um euch sozusagen zu zeigen, wie happy sie ja ist mit ihm und wie toll das alles ist. Und damit ihr alle schreibt, dass sie ja so Couple Goals sind und dass sie hoffentlich zusammenkommen und die sind so schön und so toll miteinander. Leute, die verarschen euch von vorne bis hinten. Der Typ hat sie erstmal verarschen, jetzt verarschen die euch beide zusammen, nur um Follower zu generieren. Ihr müsst euch das mal bewusst sein. Dieser Typ hatte nie Interesse an ihr, nie. Und jetzt tun die so ein, verlinken sich immer gegenseitig und oh, wir hatten ein Date zusammen gehabt bei Temptation Island. Was sagt ihr? Und ich darf mich doch... Ich verstehe gar nicht. Also wir haben jetzt alle gehört, dass Mika ein Arschloch ist. Haben wir auch schon von Charlene selber aus der Wiedersehensshow gesagt. Diese ganzen Facts, okay, finde ich nice. Gib die uns her. Wir wollen die gerne bestätigt haben oder dementiert. Aber jetzt so, warum regt sie sich so krass jetzt drüber auf, dass Charlene das einfach noch in ihre Story ballert während der Ausstrahlung? Weil A, muss sie das wahrscheinlich? Weil es geht ja jetzt noch darum, guck mal, wir hatten so ein krasses Date, bla bla bla. Ja, was sagt ihr zum Date? Zweitens, scheiß doch drauf. Hat euch diesmal jetzt gar nichts mit dir zu tun. Mhm. Das ist vielleicht auch eine Warnung. Falls da jetzt was kommt, glaubt das nicht. Die Situation ist nicht so. Ja, aber mir fehlt hier bei den beiden voll ein bisschen an Empathie. Also es kommt fast so rüber, als ob die sich drüber lustig machen, wie sehr Mika Charlene verarscht hat. Und das ist, nee. Finde ich jetzt nicht. Also bei Adrian... Gut, ich immer scheiß Team Adrian. Ja, ich weiß, ihr hasst es. Aber der hat ja gesagt, es ist ja Kacke für sie auch. Ja, hat er auch. Aber da hätte es halt auch einfach vorbei sein können. Ich will es auch gar nicht so krass über ihn sagen, weil er halt hält gerade seit 3 Minuten den Mund. Aber sie da in der Mitte ist so wie, ich weiß alles. Und jetzt postet sie sowas. Und sie kann ja auch einfach sagen, praktisch den Fact einfach, er hat es mir ins Gesicht gesagt. Ja. Nein, ja. Müssen wir dir halt dann jetzt so glauben. Ja, das muss man aber glauben. Was für mich 0,0 Sinn macht, ist der Fakt, dass Michael angeblich zu Charlene während den Dreharbeiten schon gesagt haben soll, dass er das nur für Show macht, weil so kam die 0,0 rüber. Und ich glaube, so und krass kannst du es nicht schauspielern. Ist die Scheiße. Wir denken ja immer, dass dort, da sind 8 Leute, 4 Paare, um die sich dreht. Nee, da mischen auch jeweils noch 10 weitere wirklich mit. Ja, auch viele Köche.
verderben den Brei. Und das ist ja jetzt auch das Beispiel dafür. Ja. Ist, also cool, dass Anja das macht, aber alle einzeln zu befragen, du bekommst immer eine andere Geschichte aufgetischt, Fall. Außer die haben sich abgesprochen. Ja, wie bei und Lorraine. Es bringt bloß einfach noch mehr Fragezeichen in das ganze Geschehen rein. Und vielleicht sollte man doch einfach dabei bleiben, sich die Ausstrahlung anzugucken. Unsere Meinung ist wahrscheinlich schon zu viel. Ja, ja. Na, oder man bleibt einfach mal dabei, wirklich, wir drehen jetzt und ein Vierteljahr später kommt das raus. Ja, weil ein Vierteljahr später ist das Wiedersehen. Genau, ja. Einen Tag, bevor es ausgestrahlt wird, wird es gedreht. So ich bin eigentlich dafür, Wiedersehen ist nach der Ausstrahlung erst. Oder so, ja, dafür bin ich auch. Ach so. Einen Tag, bevor das Wiedersehen kommt, wird es abgedreht. Ah, ach so. Ja, aber auch ausgestrahlt zu Ende. Ja. Ja. Ja, weil diese, das ist einfach zu viel Zeit dazwischen. Hier werden Facts gedroppt. Das ist... Also das Wiedersehen ist in der Theorie nichtig. Hat bloß mehr Verwirrung geschafft, weil wir können so froh sein, dass Tatum und Luis dort nicht auch noch mitmischen. Danke, wirklich. Nicht dazu äußern, ob ich was mit Mikael hatte. Digga, äußer dich mal lieber und sag mal lieber den Leuten und deinen Followern, wie hardcore du die ganze Zeit verarscht worden bist von ihm, anstatt die ganze Zeit einen auf Couple Goals zu machen, Alter. Ja, sie wollte halt diese Love Story. So sauer, die Arme. Ne? So hätte sie jetzt gesagt, sie hat mit dem nichts zu tun, hätten alle gesagt, hey, guck mal, du hast quasi mich, also deinen Freund verloren für irgendeine Figur aus dem Fernsehen, die es nicht ernst meint. Aber sie tut es so, als wenn es ernst meint, nach dem Motto, ich kann nichts dafür, wir haben uns ineinander verliebt, deswegen habe ich ihn Adel verlassen. So tut sie. Aber wenn man mit, zum Beispiel mit Chris redet, er redet den Verführer unter sich, haben wir unten ein Zimmer und da reden die, können die offen reden. Das wird ja nicht gezeigt. Und da hatte Mikael auch noch gesagt, guck mal hier, ich habe die gerade schon voll am Start und so, die fällt voll auf mich rein. Hat voll losgekommen. Dann hat der Chris sich von Mikael distanziert, weil er meint immer, das ist falsch, was du machst. Das Mädchen ist mental irgendwie so schon kaputt und du nutzt das noch aus und so. Dann meinte er, ist mir doch scheißegal, ob die mental kaputt ist. Ich will meine Sendezeit haben. Also mit jetzt, die interessieren mich nur, Hauptsache die Bilder kommen gut an. Ja, und davon war sich Christian distanziert, weil er meinte, du bist, was du machst, das allerletzte und so, sowas werde ich nicht supporten. Und seitdem haben die beiden auch keinen Kontakt mehr. Und es haben sich ja viele Verführer gegen Mikael gestellt, weil er halt so falsch ist. Ne? Aber und Chris hat ja auch mit Charlene nichts mehr zu tun, weil Charlene ja... er war für Charlene da und dann war sie immer wieder mit Mikael. Und Chris meinte, hör mal, merkst du nicht, der verarscht dich und so. Aber irgendwas hat er gegen sie in der Hand. Und der Mikael. Der Chris hat mir erzählt, ja, dass Mikael irgendwie eher immer droht. Und Charlene kam dann zum Chris an und meinte, hör mal, der droht mir und so, kannst du mir helfen? Und so, Chris, ja, natürlich. Und dann war sie zwei Tage wieder später wieder mit dem. Dann meinte Chris, ey, komm mal, jetzt ist vorbei. Ich helfe dir bei allem. Er droht, er bedroht sonst was von dir. Und jetzt bist du wieder mit dem. Und dann hat Chris sich deswegen davon distanziert. Und weil sie auch das Date nicht zugibt mit ihm, das findet er auch nicht richtig, weil er meinte, er will auch nicht so, ist ohne Schießen, aber der meint, die beiden sonst nicht. Also sie behauptet, sie hatte kein Date mit Chris. Ja, genau. Aber sie hatte eins und da ist was gelaufen. Da ist es gelaufen, was für ihn auf jeden Fall auch schon fremd ist. Mann, du weißt das doch ganz genau. So, jetzt, was natürlich alle interessiert ist, wie es mit dir und Mikael weiterging. Ich habe jetzt in den anderen beiden Interviews erfahren, oder in einem zumindest, also auf jeden Fall in dem mit Justina und Adrian, dass du den Mikael verabschiedet hast auf den Heimflug und du bist ja dann nochmal ins Hotel, das war ja in Portugal. Ja, in die Villa zurück. In die Villa zurück. Mhm. Und er hat am Airport erstmal eine Verführerin mit dem Anfangsbuchstaben R auf Toilette oder wo auch immer geknallt. Und auch andere Verführerinnen, was ist jetzt los mit euch? Seid ihr zusammen? Was hat das damit auf sich? Ja, zusammen schiebt der Brett. Also erstmal, warum sagt man anfangs Buchstaben R, dann sagt den Namen ganz oder gar nicht? Dann sag ihn. Okay. Fakt ist einfach, das ist wie in der Wiedersehen-Show. Danke. Die schießen die ganze Zeit gegen den. Also das, was der getan hat, geht nicht, ne? Deswegen versucht er ja auch schon, also sind wir ja gerade auf einem guten Wege seit Monaten, dass er sich mein Vertrauen zurückgewinnt. Nee. Aber was? Also was bringt ihn das jetzt noch gegen Mika zu schießen? Verstehe ich nicht. Warum zieht man dann die Verführerin mit dem Anfangsbuchstaben R mit rein? Also was ist deren Intention jetzt dahinter? Also was wollen die jetzt damit? Ist schon wieder keine Antwort. Dass man die Leute jetzt auch noch damit reinzieht. Es ist einfach keine Antwort und also es ist keine Antwort, die sie verbal ausspricht, aber für mich ist es eine Antwort, dass es stimmt. Weil sonst hätte sie doch wohl gesagt, nee, das stimmt so nicht. Und nee, so ist er hat Scheiße gebaut, aber warum sagen die das jetzt? Warum ziehen sie die da jetzt mit rein? Warum machen sie das? Die schießen die ganze Zeit gegen meinen Bree. Ja. Und ich
Es scheint mir so, als würde da immer noch was laufen. Ja, und ja, ja, klar, das, was ja. wir ja eh schon vermutet hatten. Mit den Stories, weil die sich genau, so gleichen. Und dann sagt sie ja, er versucht jetzt seit längerer Zeit ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Ein Quatsch. Und ich habe so sehr gehofft, dass Charlene irgendwas von Temptation Island gelernt hat. So Boundaries setzen bis hierhin und nie weiter. Und naja, scheinbar nicht. Ja, und Mika geht ja in der Realität viel weiter als Adrian es in der Show getan hat. Ja, ist ja so. Ist ja genauso. Und ich dachte so, dass sie ihren Selbstwert jetzt wirklich mehr weiß und sagt, nee, so eine Scheiße mache ich nicht mehr mit, die Red Flag sehe ich. Naja, flutscht schon weg, die ist so hier. Was? Da kommt der kleine Ratatouille-Boy. Mich irgendwie doof dastehen zu lassen. Und es ist wieder so wie in der Wiedersehensshow. Er ist nicht da. Er kann nichts dazu sagen. Klar, ich greife jetzt Partei für ihn ein. Ist gar kein Thema. Aber was soll das jetzt so von denen? Das verstehe ich nicht. Also irgendwas scheint eventuell ja jemandem ein Dorn im Auge zu sein. Ja, aber was jetzt genau? Vielleicht die Follower, wir wissen es nicht. Ja gut, der kommt halt auch, ne? Dein Punkt ist jetzt aber, dass du nicht ohne ihn reden möchtest, ohne dass er nicht die Möglichkeit hat, was dazu zu sagen. Ja, also ich finde, ich habe in der Wiedersehensshow habe ich auch schon Stellung genommen, das hat man leider nicht gesehen. Doch, du meintest nur, dass ihr gerade nicht... Ja, aber auch, weil er wurde ja da auch von den anderen zwei quasi auch beleidigt und fertig gemacht. Das haben die ja komplett rausgeschnitten. Da habe ich ja auch schon Partei ergriffen. Und ich finde es immer schwierig, über eine Person zu sprechen, die nicht im Raum ist, wo Behauptungen aufgestellt werden. Das, was er da gemacht hat, vertrete ich nicht. Das weiß er auch. Das war nicht in Ordnung. Aber es stimmt. Habe ich auch lange dran zu knabbern gehabt und es ist halt auch immer wieder eklig, erneut darüber zu sprechen, deswegen will ich es gar nicht so thematisieren. Nichtsdestotrotz stehe ich ja jetzt hier in dem Sinne für ihn ein, aber ich glaube, es wäre einfach besser, wenn er auch mal die Möglichkeit bekommt, sich selber dazu Insta-Account. Zu äußern, um auch mal ein paar Sachen gerade zu stellen, weil das, was alles im Umlauf ist an Geschichten, ist ja auch wieder nur die Halbwahrheit. Manche Sachen stimmen, wie bei mir, und manche Sachen stimmen halt nicht. Und es reicht doch eigentlich schon, wenn man nur über die Sachen redet, die stimmen. Warum muss man noch viel mehr dazu erfinden? So. Und dann frage ich mich gerade, warum haben die das... Es ist 30 Stunden quatschen und keine wirkliche Aussage treffen. Was? Ja. Es ging darum, wie ist der Beziehungsstatus zwischen dir und Mika? Wie ist die Situation, wenn kein Beziehungsstatus herrscht? Was ist vorgefallen? Warum? Ist da was dran? Ja, weißt du, dass, also stimmt es, dass er zu dir gesagt hat, vieles macht er hier nur für Sendezeit, sowas will ich da alles wissen. Aber darauf würdet ihr auch am Ende nie eingehen. Glaube ich auch. Sag ich euch. Alle ausgesehen, auf uns beide abgesehen. Und warum erfindet man noch so viel dazu? Ich verstehe das nicht. Warum reden die nicht über andere? Weil ihr gerade gut ankommt, aber... Ja, aber Sarah kommt doch, also nichts gegen dich, Sarah, ne? Aber nee, ist ja jetzt... Geht doch mal jetzt zu Sarah. Nein, aber jetzt zum Beispiel, warum hat man es ausgerechnet auf uns abgesehen, weil Sarah nichts gemacht hat? Da könnte man sich doch theoretisch auch Sachen erfinden, weil Lorraine hat ja auch richtig ekelhaft über Sarah zum Beispiel gesprochen. Also jetzt nicht, dass ich von mir ablenke. So Leute, es ist so unfassbar viel, falls ihr die ganzen Videos gucken wollt, es geht über 3 Stunden. Wir müssen erstmal kurz Pause machen. Wir haben Hunger, wir müssen auf Toilette und ihr kriegt ein paar 2 natürlich. Den Rest gibt's im nächsten Video. Bitte schaut dort jetzt direkt vorbei, falls ihr Zeit mitgebracht habt. Wenn nicht, hebt es euch auf. Und lasst uns gerne jetzt schon mal eine Meinung zu dem, was ihr jetzt auch gesehen habt da, weil also ob es euch ähnlich geht wie uns oder ob ihr ganz klar sagen könnt, nee, hä, ist da voll klar. Der oder die sagt ganz klar die Wahrheit. Also vielleicht haben wir ja auch hier wieder eine völlig falsche Wahrnehmung. Gibt's ja auch so ein Mimik? Körpersprache? Wie spricht man es denn aus? Mimik. Oh mein Gott. Mimik-Experte, der sagt, da wurde ganz viel nach links geguckt oder keine Ahnung, Blick ausgewichen. Und lasst uns auch einen Kommentar da, von wem wollt ihr denn vielleicht noch ein Statement haben? Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen mit reinschmeißen und mal noch was abgreifen. Was rauskitzeln. Bei ein paar Verführern und Verführerinnen sind wir ja schon. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren, aufs nächste Video klicken und seid so, wie ihr bleibt.